Hallo und einen guten Abend. Wildlife Event, ihr Lieben. Es ist Wildlife Event und alle spielen Wildpark. Ich hab schon wieder in der Ankündigung quasi nicht ganz richtig geschrieben, weil ihr seht ja, es heißt Wildpark-Event. Aber ich habe irgendwie dieses Wildlife so drin und irgendwie klingt es intuitiver. Guten Abend Tyrawal, guten Abend Alec, guten Abend Windmore, Arak und Onata. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, wieder live zu streamen. Ich muss allerdings eine kleine Vorwarnung geben, und zwar, es kann ja sein, dass meine Tochter, also es kann sein, dass meine Tochter sich meldet und dann müsste ich zwischendurch Pause machen, um nach ihr zu schauen, weil ich nämlich aktuell alleine zu Hause bin und dann auch eben entsprechend gucken muss. Genau. Ja, wo ist das Eichhörnchen? Gute Frage, Windmore. Da müssen wir mal genau gucken. Vielleicht sehen wir das Eichhörnchen. Tipp von Baum zu Baum. Da ist ein Häschen. Da sind die Rehe und die Hirsche. Da sind Schmetterlinge. Da sind Fische. Ja, tatsächlich ist kein Eichhörnchen zu sehen. Das Eichhörnchen habe ich mir ausgedacht. Aber vielleicht ist ja im Hauptgebäude des Events ein Eichhörnchen zu sehen, oder? Ich habe es noch nicht aufgebaut. Die Adler sind natürlich auf dem Adlerberg. Jede Menge. Aber bei dem Animal Crossing, bei dem, wie heißt denn das überhaupt auf Deutsch? Wie heißt es denn überhaupt auf Deutsch? Na, komm schon. Wildwechsel. Genau, vielleicht hüpft da ein Eichhörnchen rum. Ich habe irgendwie ein Eichhörnchen im Kopf. Danke, danke, Tyrawal. Wildwechsel, genau. Ja, auf jeden Fall wieder ein sehr hübsches Gebäude. Und nicht nur hübsch, sondern auch mit einigem Zuch, wie man so sagt. Ups, Bumsbaum sozusagen. Ein Bumsbaum. Nach dem Bumshuckel kommt der Bumsbaum. Ja, ich habe noch nicht so viel gemacht heute bei Forge of Empires. Und von daher habe ich einige Versuche übrig und kann damit doch durchaus so ein paar Dinge schaffen im Event, dass ich da ein bisschen weiterkomme. Der Anreiz heute mit der Schildwacht ist okay, also ist ein ganz guter Tagespreis. Schildwachtstufe 1 kann man auch nie genug von haben. Ihr seht schon meine Schildwachtwüsten hier. Aber die sind halt für Stadtverteidigung, also Stadtverteidigung, sag ich schon, Verteidigung der angreifenden Armee, sind sie natürlich das Beste, was man bauen kann. Und von daher, warum nicht? Warum nicht heute noch ein paar Schildwachten holen auf Stufe 1 und dann irgendwann wieder ein paar weitere Upgrade-Kits, um die auf Stufe 2 zu bringen. Also nicht ganz nichts drin, sondern ein bisschen was ist schon drin. Ich hätte natürlich auch gern einen zweiten Adlerberg, aber dafür hat es noch nicht gereicht. Lass mich mal überlegen. Bergschutzgebiet war das? Genau, Bergschutzgebiet Auswahlkit. Also ich bin jetzt auf Stufe 4 mit dem zweiten und Stufe 7 muss ich kommen. Also auch eine ganz gute Chance, dass ich das noch erreiche. Also ich werde jetzt nicht unbedingt
mehr Tickets holen als notwendig, um mir jetzt weitere Schildwachten zu holen, sondern ich will eigentlich am Ende noch einen weiteren Adlerberg haben. Also einen dritten, weil ich habe ja schon zwei Stück hier. Und ein dritter kann sicherlich auch nicht schaden. Man traut sich nicht zu tauschen, wenn man nicht weiß, was für ein anderer Mist kommt. Das ist absolut richtig, genau. Also die Schildwacht ist ja schon ganz okay. Da kann man ja schon ein bisschen was mit anfangen. Und so ein paar Tickets am Tag muss man ja auch immer runterspielen. Genau, und ich werde jetzt auf jeden Fall, naja, noch mindestens, ja, ich werde die wahrscheinlich auf Null spielen. Ich weiß zwar nicht, was morgen kommt. Wobei, man weiß ja schon, was morgen kommt, ne? Was kommt denn morgen? Wisst ihr das? Wisst ihr das schon? Ich habe jetzt noch nicht geguckt im Discord. Schachmattplatz. Auch nicht schlecht. Schachmattplatz ist auch gut, ne? So ein 11% Angriffskraftgebäude auf 3x3. Aber im Vergleich natürlich zu seiner Schildwacht, selbst auf Stufe 1. Ja, die hat halt 9 Felder und dann 11%. Und auf 9 Feldern hätte die Schildwacht eben 18%. Auf Stufe 1. Hallo Diamantrex. Aber Verteidigung der angreifenden Armee. Und die Verteidigung der angreifenden Armee wird ja nicht nur durch einige Spieler, sondern auch durch InnoGames selbst ein bisschen unterhalb des Angriffs der angreifenden Armee gewertet, weswegen sie auf den allermeisten Gebäuden ein bisschen mehr Verteidigung geben als Angriffskraft. Genau. Und das ist auch meiner Meinung nach logisch, denn wenn der Angriff schon erfolgreich war, dann muss man sich gar nicht mehr verteidigen. Also, weil wenn die Angriffskraft deiner angreifenden Truppe schon so hoch war, dass ein Großteil der Gegner im Erstschlag sozusagen schon ausgeschalten wurde, muss die Verteidigungskraft der angreifenden Armee gar nicht mehr so hoch sein, um da im Prinzip dann standzuhalten gegen den Rest, der da noch zurückschlägt. Genau. Ja. Also würde ich auch so sehen, dass die Angriffskraft der angreifenden Armee ein bisschen wertvoller ist als die Verteidigungskraft der angreifenden Armee. Genau. So, dann werden wir mal. Dann werden wir mal ein bisschen Wildlife-Event spielen. Wildpark-Event. Erstmal einsammeln. Erstmal die üblichen Sachen einsammeln. Das ist ja alles noch liegen geblieben hier. So, kann ich hier gleich 8 Stunden Produktion, weil in 4 Stunden bin ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr wach. Will ich zumindest nicht. Passiert natürlich dann doch öfter, als mir lieb ist, dass ich dann doch noch so lang wach bin. Aber zumindest das Thema Forge of Empire sollte bis dahin abgehakt sein. Ich habe 3 Schildwachten auf Stufe 1 auf W gewonnen und brauche viele von den Dingern. Ja. Und Diamantrix möchte gerne einen Stadtbesuch machen. Möchtest du auf W den Stadtbesuch machen? Vermutlich, oder? Können wir uns jetzt auch mal angucken, was du da fabriziert hast. Warum hast du Nachholbedarf?
Weil du gerade nicht bei Pi und Josie darfst? Ich kann keine einzelnen Spieler ausschließen von den Kanalpunkten. Dann müsste ich dich ganz, müsste ich dich ganz. Naja, will ich auch nicht. Nicht, wenn du lieb bist. Windmore, du bist immer wieder von dir beeindruckt, wie du es alles schaffst, alle Farben einzeln unten anzuordnen. Ja, das ist schon eine Spezialfähigkeit. Die muss man erstmal meistern, Windmore. Und ich kenne das nur zu gut. Ich kenne das nur zu gut. Achso, bei Pi darfst du, aber Pi hat keiner drin. Stimmt. Ja, dann sag mir mal wo. Und dann schauen wir mal. Aber noch nicht sofort, okay? Wir machen erstmal einen gewissen Eindruck hier vom Wildpark-Event. Und mindestens eine Runde spielen. Oder eher drei. Ah, okay, W. Gut. Habe ich überlesen. Gerne auf W vorbeigucken. Ja, genau. Ja, ich glaube, das Wildpark-Event an sich ist, glaube ich, exakt dasselbe, so wie im letzten Jahr, nur eben mit einem neuen Preis. Und jetzt eben mit diesem Zwei-Leisten-System hier, ne? Dass man eben oben und unten was abholen kann. Und oben 1200 Diamanten für ausgeben muss, um die oberen Preise einzufordern. Ich bin mir übrigens noch nicht so 100% sicher, ob ich oben überhaupt freischalten soll. Klar, das Insektenhotel ist cool. Aber sonst war es das dann auch schon. Also hier kann ich dann noch die Schildwacht auf Stufe 2 aufbauen. Und auf der Hauptwelt bräuchte ich auch den Wunschbrunnen. Den würde ich auch noch verkaufen. Hätte ich also gar nichts von. Und dann wird es echt mau schon oben. Oh. Sind jetzt zwei Wunschbrunnen drauf, sehe ich gerade. Moment mal. Ah, hier kommt schon das nächste. Das muss man vergleichen. Also bevor man anfängt mit dem zweiten Hauptgebäude, bekommt man den Wunschbrunnen auf groß. Und danach gibt es dann das Schrumpfkit. Und hier gibt es dann nochmal einen. Aber da muss man schon ordentlich zusätzliche Diamanten reingeben, um da noch dran zu kommen. Dann kommt wahrscheinlich immer wieder das Gleiche, also je weiter man kommt, schätze ich mal. Ja, das ist die Möglichkeit, an Wunschbrunnen zu kommen. In dem aktuellen Event. Im Wildpark-Event. Und sonst gibt es, glaube ich, eine geringe Chance auf irgendeiner Kiste. Okay. So. Hier gibt es eine einzelne Tatze. Die kommt ja mit runter, wenn ich das hier auflöse. Dann kriege ich dafür dann vielleicht auch nochmal eine Kiste. Dann würde ich die Kiste für die roten. Was ist denn die Äpfel sind es normalerweise. Für rot würde ich die entweder hier oder hier generieren. Sagen wir mal da. So, und wenn ich die hier auch noch wegmache, dann habe ich hier nochmal eine Kiste, eine blaue Kiste. Okay. Und die Tatze würde ich auch kriegen. Ist jetzt aber noch nicht so der Hit. Komme ich noch an mehr dran? Fürs Erste? Gelbe hier kann ich noch auflösen.
wird jetzt nicht unbedingt besser. Okay, dann kann ich da noch eine grüne Kiste oben drauf legen. Das nimmt sich ja dann ganz gut mit. Ah, okay, da gibt es eine zweite Tatze. Das ist gut, dann versuche ich die runterzubekommen. Das sieht auch ganz okay aus. Von der Machbarkeit, oder? Also ich kann hier die blauen wegmachen. Das ist sicherlich schon mal ganz gut. Dann kann ich auch die brauche ich wahrscheinlich noch wegen der zweiten Möhre, oder brauche ich die nicht mehr? Wenn ich die Kiste hier auflöse, dann fällt das Grüne darunter und dann liegt die Möhre hier rum. Dann kriege ich das Gelbe. Ach, das Rote kriege ich aber weg. Dann liegt dann hier so ein rotes Dreieck und das Grüne fällt dann runter. Dann kann ich das Grüne auch wegmachen. Okay, das passt. Ne, das müsste passen, wenn ich das so mache. Gut, dann löse ich die Kiste auf. Und da kommt die nächste Tatze. So, die Tatze würde ich also auch rauskriegen. Die nächste Tatze. Die Möhre, die Orangene, bekomme ich weg mit dieser orangenen Möhre. Gelb bekomme ich auch weg mit der gelben Blume hier. Also kann ich hier oben auflösen, kann ich blau auflösen, kann ich grün auflösen, nicht rot auflösen. So, und gelb auch auflösen. Okay. So, 10 Züge, da habe ich aber noch gut was offen. Kann ich noch was oben drauf legen? Okay, da kommt eine weitere Tatze. Das Gelbe ist nicht so einfach. Da kommt noch mal Gelb. So, dann wäre das Gelbe weg. Dann wäre die Frage, wie kriege ich die Möhre, die orangene Möhre weg? Wahrscheinlich mit dieser Möhre. Okay, ich pack die mal runter, hol die mal runter, dann würde ich jetzt mal hier diese Kiste auflösen, dann fallen die aufeinander und dann kriege ich auch die. Ah nee, die darf ich ja nicht auflösen, die brauche ich ja noch. Die brauche ich ja noch. Aber ich komme jetzt hier auch ans Limit mit den 5 Zügen. Okay, dann machen wir mal. So, mache ich das weg. Aber das passt. Wobei. Könnte schwierig werden noch. Könnte noch schwierig werden, die Tatze darunter zu kriegen. Weil ich kann jetzt nicht das Grüne auflösen. Weil dann würde sich nämlich die Möhre mit auflösen, wenn ich diese Möhre hier hole. Das heißt, ich brauche den schon als Abstandshalter hier noch, das Grün. Und ich weiß auch nicht, ob ich mit den Zügen noch so hinkomme. Also 4 Züge. Das wäre der erste Zug. Ich kann das hier auflösen, fällt diese Tatze runter. Dann kommt die Möhre hier runter. Dann habe ich für die zweite Tatze. Kann ich die auflösen? Dann fällt die Möhre nach unten.
und grün liegt hier unten flach. Dann kann ich danach grün auflösen. Es müsste mit den Zügen genau hinkommen. Also, Zug 1. Zug 2. Ah. Okay, kommt nicht hin. Ich habe den Grünen vergessen. Den Grünen habe ich vergessen. Ich dachte, die orangene Möhre liegt jetzt an der Stelle, wo das grüne Blatt ist. Okay, schade. Verdacht, würde ich sagen. Guten Abend, Armin. Schön, dass du da bist. Diese farbige Windmühle in den Werkzeugen ist das Beste. Findest du? Die ist schon ganz nett, aber man kann die halt auch nicht immer anwenden. Ja, damit kann man tolle Kombikisten zaubern, das stimmt. Das stimmt, da kann man ja in bestimmten Bereichen nochmal die Farbe ändern, also in diesem als Kreuz. Ja. Und wenn da irgendwo Lücken zwischen sind, zwischen Kombikisten oder um eine Kombikiste zu erzeugen, kannst du damit natürlich eine super Kiste bauen. Aber dann musst du auch viel davon kriegen. Ist halt die Frage, wofür man seine Wildlife Coins ausgibt. Ob man die ausgibt, um weitere Pakete zu kaufen. Aber auch wenn man weitere Pakete kauft, sind ja auch nur im nächsten Paket sind ja auch nur 8 Stück drin von den Mühlen. Also jetzt auch nicht so der Oberhammer. So, da ich die Tatze nicht mehr runterkriege, ohne mindestens einen Hammer einzusetzen, aber für eine Tatze ist mir der Hammer zu schade, gehe ich jetzt hier hinten auf die Kiste und hole die noch runter mit dem letzten Zug. Okay. Dann. Numero due. Okay. Diese Kiste ist schon mal safe. Da löse ich die Orangen auf. Liebe Maus. Danach blau, danach grün und dann liegt sie quasi unten. Die hier ist schwerer. Aber auch nicht so schwer. Oder? Ja doch. Ja doch. Orange ist im Weg. Die liegen genau falsch rum. Orange und Gelb liegen genau falsch rum. Also wenn ich das jetzt hier runterfallen lasse. Dann kann ich Rot wegmachen. Dann liegt aber Orange-Gelb und Gelb-Orange. Das hilft mir so nicht. Wird auf jeden Fall schwieriger, die da rauszubekommen. Wenn ich mir nicht eher was anderes suchen sollte. Ich denke, ich sollte mir eher ein anderes Ziel suchen als zu versuchen, diese Tatze hier rauszubekommen. Das werde ich wahrscheinlich so nicht hinbekommen. Gucken, ob ich hier oben noch was ein bisschen was zukombinieren kann. Ja, kann ich. Dann habe ich hier eine große gelbe. Kann ja mal gucken, was hier noch so kommt. Ja, das hilft nicht, es bleibt dabei. Es bleibt falsch rum. Okay. Kommt hier noch mehr Gelb dazu? Da ist noch eine Tatze.
Okay, mal schauen. Ich nehme mal hier oder baue mal hier erst eine Kiste zusammen. Kam kein Orange runter und auf dieser Seite. Ja, da ist es. Okay. Dann weg mit dem Orange. So. Und dann hole ich die runter. Dann komme ich auch an diese Tasse dran. Indem ich hier die Kiste baue. Oh, jetzt sieht's. Jetzt sieht's interessanter aus, weil ich könnte Gelb wegbekommen. Jetzt könnte ich Gelb wegbekommen. Und Grün auch. Na, mal schauen. Aber die Züge gehen jetzt zur Neige. Okay, dann hole ich mal die Kisten da raus und die zweite Tatze. Guten Abend, Uwe. Habt ihr derzeit genauso viele Probleme beim Abbrechen von Schleifen, dass diese immer wieder hängen? Naja, ich bin ja jetzt kein ausgemachter Schleifenfreak, so wie du, Armin. Aber ich habe auch diverse Probleme, ehrlich gesagt. Also bei mir gibt's ganz viele Bugs im Moment, dass irgendwelche Tasten nicht gehen oder ja. Also irgendwas müssen sie gemacht haben. Das irgendwie spinnt gerade. Also, was hatte ich? Ich hatte zum Beispiel auch mal hier beim Antiquitätenhändler. Da wollte ich hier nach rechts schalten und es ging nicht. Die Taste ging einfach nicht. Und dann habe ich halt das Browserfenster nochmal neu geladen und dann ging es auch. Ja. Also, ich konnte zwar den Antiquitätenhändler öffnen und schließen, aber ich konnte nicht durchschalten. Dann gibt es im Moment beim GVG das Problem, dass es im Prinzip jedes Mal, wenn die Abrechnung um 20 Uhr kommt, komplett einfriert und man einmal komplett neu laden muss, dass es wieder funktioniert. Es gibt ja hier was ziemlich cool ist, dass es so durchgeht durch die Truppengebäude. Also beispielsweise auch bei den Agenten. Wenn man jetzt drei Agenten bauen will, ich habe ja drei Agentenunterschlüpfe. Wenn ich die drei Agenten bauen will, dann muss ich eigentlich nur dreimal klicken. Und das hat sich dann hier so durchgewechselt. Und beim zweiten Agenten blieb es halt hängen und es öffnet sich nichts mehr neu. Oder bleibt es halt aktuell hängen, öffnet sich nicht mehr neu, muss ich schließen und den dritten Agenten einzeln öffnen und dann nochmal klicken. Also solche Probleme irgendwie, ja, verbuggt gerade. Okay, mal gucken. So, ich versuche jetzt mal noch an was Rotes zu kommen. Also ich brauche noch mindestens zwei Züge. Ich habe noch oh, vier, wollte ich sagen. Und ich wollte eigentlich auf Blau drücken und drücke auf den Gelben daneben und habe mir jetzt damit auch, glaube ich, die Möglichkeiten komplett versaut. Aber da kommt auch kein Rot mehr. Wie ihr seht, kommt gar kein roter Stein mehr. Also ist auch egal. Hätte ich die Tatze eh nicht mehr runterbekommen. Da kommt jetzt nochmal eine neue Tatze, aber da komme ich jetzt auch nicht mehr dran. So wie auch an nichts weiteres hier mehr, kann ich hier einfach nur aus Spaß noch zwei Kisten bauen. Zap, zap, zap. Und beenden. Guten Abend, Freakman. Guten Abend, Topstar. Ja. Okay. Bin ich hier mit den Verhandlungen? Ein paar muss ich noch machen. Ein paar Verhandlungen. Für die Burgpunkte. Aber auch das lasse ich im Moment ein bisschen schleifen. Also wenn das Ziel nicht mehr so greifbar ist, also die nächste Burgstufe, dann
Sieht erstmal aus, als sei da noch jede Menge zu tun. Ja, wenn das Ziel nicht mehr so begreifbar ist, dann arbeitet man vielleicht doch nicht mehr jeden Tag alle Verhandlungen ab, die man machen muss, alle 15 Stück. Manchmal vergesse ich das, aber die ersten sind ja eh die wichtigsten, die die meisten Punkte geben. Und wenn man dann irgendwie noch 5 Stück am Ende liegen lässt, dann hat man natürlich ein paar Punkte liegen lassen für die nächste Burgstufe an dem Tag. Aber das sind dann eben die geringeren, die weniger hochwertigen Verhandlungen. Nicht so wie die ersten 5 Verhandlungen beispielsweise, wo es am meisten Punkte gibt einfach. Aber dadurch, dass wir jetzt hier zusammenspielen, denke ich auf jeden Fall dran. Und komme dazu, zumindest schon mal auf 2 runterzuspielen. Also auf eine verbliebene Verhandlung, wo ich noch Punkte kriege. Und dann gibt es nur noch 2 Burgpunkte, die dann offen sind. Die Kämpfe sind natürlich so wie jeden Tag schon längst erledigt. Nehme ich zumindest an. Kann ja mal einen Überprüfungskampf machen, einen Kontrollkampf. So, lieber Nachbar, du bist mein Kontrollgegner. Aber ich denke, schon durch die. Oh, gibt noch plus 8. Tja, so, da würde ich es auch vergessen. Und plus 2. So. Okay. Uwe wartet jetzt auf seinen zweiten Adlerberg. 2 Kids hattest du noch über, ja. Na, ich hatte mir gegen ein paar Diamanten beim letzten Wildlife-Event dann den zweiten Adlerberg relativ günstig holen können. Ich glaube, mit 4.000, 5.000 Diamanten oder so konnte ich mir den zweiten Adlerberg holen. Und die haben sich halt angehäuft, die 4.000, 5.000. Da musste ich nichts extra zukaufen. Genau. Du machst nur noch die Frachterverhandlung. Ja, ne? Also die Motivation, die wird halt nicht besser, wenn die Abstände auf die nächste Stufe zu kommen im Burgsystem einfach mal riesengroß sind, ne? Dann achtet man da nicht mehr so hart drauf, dass man auch die letzten 2 Forge-Punkte jeden Tag, die letzten 2 Burgpunkte jeden Tag abholt. So. Die eine offene Sache ist jetzt hier erstmal okay. Dann würde ich mal die Nebenwelten kurz durchgehen, ob da irgendwas flott abgearbeitet werden muss. Hier sind auch noch 3 Stunden Zeit. Und eben einsammeln. Okay. Hier haben wir ja in der letzten Forge of Empires Abendschau die Stadt neu angeordnet. Jetzt ist sie also deutlich effizienter als davor. Und wir haben noch genügend Platz für weitere Wunschbrunnen. Oder sogar Heckenlabyrinthe. Gut. Und die täglichen Herausforderungen, einen kurzen Blick drauf werfen. Achso, Forge-Punkte muss ich auch noch loswerden. 58. Da passen sie nicht rein. Also gehen sie hier rein.
Die Tagesquest morgen ist 4 Einheiten rekrutieren und Vorräte sammeln. Also für diejenigen, die schon so weit sind, ein wertvoller Tipp von Tyraval. Ich hatte leider an Tag 1 des Wildlife-Events nicht so viel Zeit. Da war ich dann am Abend mit Fall Guys spielen beschäftigt. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt. Ja, hätte man sich natürlich nehmen können, die Zeit, und stattdessen mehr auf den Adlerberg spielen können und die Quest durchspielen können. Aber das war halt auch eine sehr schöner Abend einfach mit dem gemeinsamen Fall Guys spielen, mit euch allen quasi fast. Wer war denn da alles dabei? Das war doch das. Also nur mal so für diejenigen, die heute dabei sind bei mir beim Stream und das nicht mitbekommen haben. Josie hat gestreamt, Fall Guys. Und das ist so ein Gratis-Spiel von Epic Games, was man sich aktuell da einfach runterladen kann. Und das ist gratis, weil man sich da Sachen zukaufen kann. Aber an sich ist es erstmal kostenlos. Aber man kann halt im Spiel dann irgendwie Outfits kaufen, damit man da ein bisschen anders aussieht und so. Genau. Aber ist halt nicht notwendig. Und das haben sich relativ viele runtergeladen aus der Community. Und da waren dann dabei, da waren Freakman dabei, da waren Alec dabei, da war Tyraval dabei. Nee, stimmt ja gar nicht. Tyraval war nur im Chat, aber Tyraval hat sich auf jeden Fall auch runtergeladen und ist vielleicht demnächst mal dabei. Natürlich war Pi dabei und hat auch richtig abgesahnt, ganz oft gewonnen. Topstar war dabei. Topstar war auch ziemlich erfolgreich. Der hat auch eine Runde gewonnen. Da war. Wer war noch dabei? Die Alex war dabei, meine Frau, für 2 Runden. Dann Mo war dabei. Arak war der schlechteste. Stimmt doch gar nicht. Arak, du warst auch ziemlich gut. Du warst auch vorne mit dabei unter den Top 2, 3 Leuten. Und ja, dann noch ein paar andere. Herr Pi war überhaupt nicht der Schlechteste. Pi hat richtig abgesahnt. Der hat ganz oft gewonnen. Der hat, glaube ich, 3-mal gewonnen. Und Josie hat 1-mal gewonnen. Und Topsa hat 1-mal gewonnen. Genau. Und es waren auch noch mehr dabei. Also, wenn ich jetzt vergesse, tut mir leid. Silvia. Silvia war dabei. Jetzt fällt mir ihr Name. Ihr Spielname nicht ein. Naja. Engel, genau, Engel. Ja. Also es war sehr, sehr lustig. Und Josie meinte, sie will auf jeden Fall nochmal Fall Guys streamen demnächst. Und wenn ihr Lust habt, dann ladet euch doch auch einfach mal das Spiel runter und dann seid einfach mit dabei. Weil um so eine Community-Party aufzumachen, braucht man mindestens 10 Teilnehmer. Und die kriegt man halt nicht so einfach. Und wir waren, glaube ich, bis zu 12. Zockerhase natürlich. Zockerhase, Jockeltraut. Richtig, die waren zum Beispiel auch dabei. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und wenn man Fall Guys gegen Fremde spielt, bei Fremden sich anzugucken, ob die es am Ende schaffen, durchzukommen, ist halt nicht ganz so spannend, wie wenn man halt die Leute aus dem Chat kennt oder aus der Videoübertragung. Genau, das ist dann natürlich nochmal cooler. Genau, also probiert's ruhig beim nächsten Mal mal aus und seid mit dabei. Das war echt lustig. Aber die Downside, ich bin halt nicht vorangekommen im Wildlife-Event. Ja. Okay, so. Hier ist auch nicht dringend. Einfach ernten.
Hier lohnt es sich schon fast mit den Diamanten abzuernten. Es ist so wirr hier zu ernten. Und einmal so komplett durcheinander gehen. Okay. Dann kann ich noch mal eine Stunde Produktion starten. Und 8 Stunden Produktion. Und vielleicht finde ich diesen Baum hier auch. Auf den ersten Blick, ich werde den jetzt hier nicht intensiv suchen. Jetzt keine Lust drauf. Okay, dann eben nicht. Siebzehn Forschpunkte noch loswerden. 17 Forschpunkte noch loswerden. Oder zumindest einige davon. Mal gucken. Ich glaube, die 5. So, doch. Davon geht ja dann doch noch einiges raus. Okay. Dann ist hier auch die Tagesaufgabe erledigt. Ach, die Maus. Der Patient. Okay, und hier ist es schon fertig? Nein, noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen Tavernensilber sammeln und auch Boosts machen. 4 Stunden wird jetzt schwierig, dann werde ich mal so ein 15-Minuten-Ding hier machen oder 30 Minuten. 30 Minuten ist ja auch okay. Ein bisschen sparsamer. Gut. Okay, und einsammeln. Da hat mir doch tatsächlich jemand mein Schmetterlingshaus geplündert. Das ist ja unerhört. Unerhört. Schmetterlingshausdieb, lass dich gar nicht hier blicken. Oder wenn, dann entschuldige dich wenigstens. So. Okay, das wäre dann auch mit dem Boost erledigt, dem zweiten, der noch übrig ist. Ansonsten ein bisschen Zeit ist hier auch noch. Okay, und noch irgendwo ein SOS. Da. Irgendein SOS. Zack. Geholt. Vier für fünf, nee, das ist nicht mehr aktuell. Jetzt setze ich da mal ein X rein, da gucke ich, glaube ich, schon zum 5. Mal rein. Braucht irgendjemand auf W 44 Forge-Punkte? Braucht jemand auf W 44 Forge-Punkte irgendwo? Ich würde ein Chateau oder eine Zeusstatue bevorzugen. Falls ihr Chateau oder Zeusstatue auf W zu belegen habt, mit 44 Forge-Punkten, wäre auch schön, wenn eine Blaupause bei rumkommt. Muss aber die Forge-Punkte nicht wiedergeben in dem Sinne. So, und noch kurz auf die Beta. Hier ist ja gerade das letzte Event, das Fellowship-Event, das wahrscheinlich Gemeinschaftsevent zu Ende gegangen.
Da habe ich auch das Hauptgebäude voll ausgebaut. Diese Taverne. Und die ist schon ganz schön gigantisch geworden. Das ist ja ein, ist mir jetzt erst so bewusst geworden, das ist ja ein vierstöckiges Gebäude mit Turm, wo das dann nochmal mindestens ein zusätzliches Stockwerk gibt, wenn das nicht sogar zwei sind. Ja. Also das kleine süße Tavernchen, das wurde eine sehr, sehr große Taverne. Ich denke an den Stadtbesuch. Keine Sorge. Wurde sie nochmal verbessert? Gute Frage. Keine Ahnung. Das ist das, was im Moment bei rumkommt. Ich glaube, die tanzenden Mädchen hier wurden nochmal verbessert. Und zwar auf 3 Forge-Punkte statt 2. Und ich glaube, die Verteidigung ist auch nochmal höher geworden. Keine Güter, richtig, keine Güter. Also Güter gibt's nicht. Das zweite Mal in Folge. Ne? Beim Bergschutzgebiet gibt's, glaube ich, auch keine. Oder bin ich jetzt falsch? Irgendwie habe ich zweimal in Folge im Kopf. Gibt auch keine. Ja, wer jetzt neu einsteigt, der hat zumindest vielleicht ein kleines Güterproblem und kann sich dann nicht voll aus den Eventgebäuden versorgen. Genau. Also auf den Pavillons gibt es 5 Güter und ich glaube, das ist sicherlich auch eine gute Güterquelle jetzt für Einsteiger, ja? Wenn da 5 Güter drauf sind auf dem 2x2-Gebäude und die ja auch die 2 Einheiten bringen, wo man sich das Alcatraz sparen kann. Das lohnt sich, denke ich, auch. Ist das vielleicht eine Alternative zum Hauptgebäude? Und man kann ja wirklich viele Knights Pavillons sich zusammenklicken. Ich habe ja hier auch einige, die ich noch nicht aufgebaut habe. 10 Stück noch im Inventar. Also, wenn man will, dann kann man noch viel mehr holen. Okay, wie sieht der Tagespreis aus? Der ist erledigt. Also hier auch nur einsammeln. Ansonsten habe ich hier auch nicht groß was zu tun. Und ihr könnt euch schon mal auf ein sehr, sehr entspanntes Gemeinschaftsevent gefreuen. Also ihr könnt euch schon mal darauf freuen, auf ein sehr, sehr entspanntes Gemeinschaftsevent, weil das ist wirklich nur tägliche Quest durchspielen und dann, wie Pi sagt, Frösche hüpfen oder wenn man wenn man es genau nimmt, wahrscheinlich eher Forge Bowl spielen. Durchrennen. Genau. Da ist wirklich nicht viel zu denken, nicht viel zu arbeiten an dem Event. Muss man nicht mitdenken, so wie beim Fußball-Event oder jetzt aktuell beim Wildpark-Event. Das ist also dann quasi so das sehr entspannte Event, was man so nebenher machen kann. Wo es aber dann leider auch nicht wirklich Wunschbrunnen geben wird für diejenigen, die da Interesse dran haben. Also man kann es zwar auf den Nebenwelten entspannt nebenher spielen, aber man wird leider nicht wirklich viele Wunschbrunnen bekommen. Man kann sich halt höchstens daran orientieren, dass man jetzt fällt mir wieder der Begriff nicht ein, aber ich. Doch, der Barde, glaube ich, war das. Man muss den Barden, wenn man die Auswahl hat unter den 3 Figuren, der Barde hat eben auch diese Wunschbrunnen-Schrumpfkits und die Wunschbrunnen-Fragmente drin. Und da kann man sich dann vielleicht über dieses Spiel, naja, so einen Wunschbrunnen zusammensetzen. Und vielleicht sogar zusammenschrumpfen. Aber ansonsten, wird es nicht so einfach, da an Wunschbrunnen zu kommen. Okay, gut, jetzt habe ich nur noch 13 Forge-Punkte, die ich loswerden muss. Das sieht aber hier auch gut aus. Da bietet sich natürlich der Aachener an, um an weitere Blaupausen zu kommen.
Das levelt dann auch. Gut, gibt auch keine weiteren Blaupausen. Okay. So. Jetzt bin ich überall einmal durch und kann mal eben den Stadtbesuch angehen. Ah, vorher lese ich nochmal den Text. Lohnt sich der Diamantenritter? Ja, lohnt sich, Uwe. Der ist ja, glaube ich, nicht so teuer. Ich hab nicht mehr in der Erinnerung. Hallo Huhn. Er ist gutes Huhn. ja, schön, dass du da bist. Wir reden noch drüber. Du erinnerst mich gerade an was? Und ich rede noch mal drüber mit den anderen hier am heutigen Abend. Mal gucken, wie das Stimmungsbild so ist. Wie das Stimmungsbild so ist. So, ich lese mal eben noch mal drüber. Fellowship ist 1 zu 1 wie Fußball und Football. Ja, 1 zu 1 wie Football eigentlich, also Forge Bowl. Genau. Und es gibt halt sogar diesen Goldtrainer oder Premium-Trainer und das ist eben der, den man mit Diamanten einlöst. Und der lohnt sich schon auch, weil er halt die Effekte akkumuliert der verschiedenen anderen Helden, die man da hat im Gemeinschaftsevent. Und sucht euch, wenn ihr einen Tagespreis habt, den ihr haben wollt, dann löst ihr den Diamanthelden ein und spielt dann, soweit ihr kommt, würde ich sagen. Und vielleicht noch ein zweites Mal. Und ich glaube, der war auch nicht so teuer. Ich habe aber nicht mehr in Erinnerung, wie teuer der war. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich und ich würde die Diamanten dafür auf jeden Fall einsetzen. Zumindest auf euren Hauptwelten. Auf den Nebenwelten müsst ihr euch überlegen, ob es euch das wert ist, weil je nachdem, wie viele Nebenwelten ihr habt, kann es natürlich dann doch ganz schön teuer werden. Genau. So, Pi, wie ist dein erster Eindruck zu Tomb Raider? Hä? Spielt Pi jetzt Tomb Raider? Ja, okay. Okay. So. Es ist gutes Huhn. Ja, also deinen Namen hier auf Twitch kann ich auch nicht vorlesen. Imsur? Echt schwer. Du machst es einem nicht leicht. Aber. Naja, ich habe jetzt so viele gesagt. Jimsor? Wird so viele gesagt. Eins davon war richtig. Ansonsten spielst du ja auf Greifenthal unter dem Namen Es ist gutes Huhn. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und der Jimsor hat mir einen interessanten Tipp gegeben, über den wir gleich noch reden können nach dem Stadtbesuch. Und da würde ich jetzt mal vorbeischauen. Das ist relativ einfach, da vorbeizuschauen bei Diamantrix, weil er in der gleichen Gilde ist wie ich. Okay. Schick. Du bist ja schon echt weit in der Zukunft. Deine Arche ist jetzt noch nicht so weit, auf 10. Aber du hast echt schon durchgezogen, wie man sieht. Gut durchgezogen und ich glaube, du hast auch einiges an Diamanten ausgegeben, Diamantrix. Aber das verwundert ja bei deinem Namen jetzt auch nicht so. Ich glaube, an die Schlittenbauer kommt man sonst nicht so einfach. Bühne der Zeitalter, die werden einem ja jetzt schon fast hinterhergeworfen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist, an so viele Bühnen der Zeitalter zu kommen. Und auch an die Halloween-Gebäude kam man nicht so einfach, denke ich. Da musstest du auch ein bisschen was für ausgeben. Ansonsten
Hast du schon eine ganz ansehnliche Stadt aufgebaut für W? Da kannst du doch auch gar nicht so schlecht sein, oder? Was dein Rang angeht. Muss ich mal eben gucken. Biki Graf Sushi. Rang 340. Dachte ich mir schon. Da musst du ja auf der Rangliste auch ziemlich weit oben sein. Bei dem Ausbaustand deiner Stadt. Die legendären Gebäude sind alle noch nicht so weit. Aber verhältnismäßig weit, ne? Also für wie, wo man eben noch nicht so viel machen konnte. Oh, und danke dir für dein Follow. Ich dachte, du bist mir schon gefolgt. Ha, aber super, danke dir. Dann ist es wieder einer mehr. Das ist cool. Und gleich noch ein Sub hinterher? Nein, doch. Oh, danke dir. Vielen Dank dir. Cool. Thürerwald ist auch 322. Ja, ihr seid da wirklich echt vorne mit dabei, ne? Kann man eigentlich hier so nach vorne scrollen und dann hier so einzeln die Spieler durchgehen und da wird man wahrscheinlich viele von euch entdecken. Also vielleicht nicht so auf den Top 50. Aber ja, Freakman ist auf 61. Genau, ich kann nicht euch hier am Nachbarschafts- oder am Freundessymbol entdecken, wenn ich hier mal so durchscrolle. Weil viele von euch sind ja über die gemeinsame Archenförderung. Ja, auch auf meiner Freundesliste hier. Da kommen Tyrawal, Aldrin, 5-Bit, Diamantrex. Nicht schlecht, Leute. Josie, Pi. Cool. Du machst viele Kämpfe. Ja, Diamantrix macht wahrscheinlich auch viele Kämpfe, weil er sein Alcatraz schon ordentlich hochgezogen hat auf 30. Muss ja gerade mal gucken. Ja. Die Gildengefechte sagen auch, dass du viele Kämpfe machst. Und gibt deine Kampfkraft das her? Also von den legendären Gebäuden jetzt noch nicht so wirklich, aber von denen hier, ne? Von den Gebäuden deiner Stadt. Drei Adlerberge helfen da auch und zwei verlassene Anstalten. Ja, das sammelt sich dann schon, ne? Die Kampfkraft. Du hast auch Karusselle gestellt. Die sind jetzt nicht so mega effizient, aber sind natürlich nicht schlecht, um die Kampfkraft zu boosten, solange bis man was Besseres hat. Ne? Mega effizient. Ich habe, glaube ich, hier auch noch Karusselle, die sich drehen auf meiner Hauptwelt. Und ja, da gibt's Besseres. Da gibt's Besseres. Aber bei den Schlittenbauern, die hast du wahrscheinlich, um die Eventquests zu erledigen, ne? Und sonst machst du halt Güter damit. Und für die Eventquests hast du halt kleine Gebäude, womit du die Quests erledigen kannst. Würde ich mal vermuten, oder? Du findest die mega schön. Ja. Ich meine, wenn sie in der Masse kommen, sind sie dann auch nicht mehr so schön. Aber du hast es zumindest ein bisschen abwechslungsreich aufgestellt. Also ist optisch jetzt auch ganz schick gemacht, deine Stadt auf jeden Fall. Hast nicht alles so nebeneinander gestellt, also hier schon, aber du hättest ja hier zum Beispiel auch einfach die verlassenen Anstalten nebeneinander stellen können und so ist es halt ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen stadtähnlicher, als wenn du das alles so nebeneinander stellst, so wie hier mit den Bühnen der Zeitaltern. Aber das lässt sich wahrscheinlich kaum anders lösen, wenn man so viele Bühnen der Zeitalter stellt.
Ansonsten Straßenanbindungen sind, glaube ich, relativ gut. Das ist dein Ernteplatz für die großen Ereignisse, nehme ich an. Kann man noch ein bisschen was rausholen? Denke ich, aber auch nicht mehr allzu viel. Na, du hast hier noch so ein paar Lücken. Die muss man jetzt nicht unbedingt haben. Aber sowas ergibt sich halt, wenn man nicht jeden Tag umbaut. Ich weiß nicht, wie passen denn die. Passen die fröhlichen Kanäle nicht hier auch hin? Dass man vielleicht das tauscht gegen den Olympischen Tresor, oder ist es einer zu breit? Die sind 4x6 und das ist nur mal 5, oder was? Vermutlich. Ja, du könntest halt hier zum Beispiel. Nee, könntest du nicht. Könntest du nicht. Oder? Na, vielleicht könntest du die Straße hier aufstellen. Wenn du damit die Bühne der Zeitalter noch angeschlossen kriegst, dann könntest du hier dann noch eine von denen hinstellen. Und das Ganze ein bisschen nach unten schieben. Aber gut, das ist dann doch eher. Jetzt auch nicht so der Mega-Unterschied. Hast ja schon großteils darauf geachtet. Hier ist halt doppelt angeschlossen von beiden Seiten. Das ist halt nicht so schön, aber. Da wird dann auch mal wieder ein Stadtumbau fällig demnächst, ne? Bei dir. Bestimmt. Aber man kriegt ja immer wieder neue Eventgebäude dazu und dann lohnt es sich doch eher. Dann lohnt es sich noch mehr, den Stadtumbau zu machen. Ja, guten Abend, Pommes Pirat, und guten Abend, Samson. Euch beiden auch. Und dann werde ich mal gleich mal zu dem Thema kommen, was der Jimsor mir zukommen lassen hat. Und zwar kann man sich gewisse Sachen ein bisschen vereinfachen oder ein bisschen beschleunigen, wenn man beispielsweise Gildengefechte spielt oder GVG spielt. Dann kann man an bestimmten Stellen noch ein Stück weit schneller vorankommen. Die Frage ist, ob ich euch da jetzt überhaupt irgendwas zeigen kann. Auf der ASA-Karte wird generell bestimmt alles vergeben sein. Da kann ich nichts mehr machen. Hier könnte ich halt den Sektor holen, aber ich glaube, das ist schon absichtlich ausgespart. Ich könnte einen Sektor in der Industriezeit holen. Das würde auch nicht allzu viele Güter kosten. Oder auch. Was ist das? Jahrhundertwende. Hier ist ja alles frei. Was ist denn da vorgefallen? Da lohnt sich das nicht. Hier. Ja, hier könnte ich mir einen Sektor holen. Wurde rausgekickt? Was meinst du?
Aber hier lässt sich das natürlich nicht so gut einstellen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, also was ihr ja schon kennt, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, sagen wir es mal so, wäre ein Kampf in den Gildengefechten, weil die Gildengefechte aktuell nicht aktiv sind. Und auf der Beta, ja, da würde ich halt mega versagen, weil ich nicht die notwendige Kampfkraft habe. Ich kann natürlich versuchen, irgendwie. Nee, ich. Oh, die ganzen Einheiten, die ich da versenke. Ich brauche die Einheiten. Kann ich mir aktuell nicht leisten. Dann muss ich erstmal mehr Pavillons bauen. Genau, deswegen würde ich das lieber auf der GVG-Karte machen. Auf meiner Hauptwelt, wo ich dann auch weiß, okay, hier passiert nicht viel, hier verliere ich nicht viel, wenn ich da GVG kämpfe. Das geht einfach durch wie Butter. Genau. Hatte einer von uns 24k Kämpfe gemacht? Ja. Thunder. Der ist halt auch Top 1, also der ist der erste hier auf die Negu. Und das hat er halt nur durch Kämpfe. Das macht er halt nur durch Kämpfe. Ich bin gespannt, wie er dann vorgeht, wenn sich die Bedingungen in den Gildengefechten ändern. Kann ich ja auch nochmal kurz ansprechen. Das hat sich ja jetzt hier auf der Beta verändert. Es gibt, ja, kann man nur nicht zeigen. Ja, doch, also man kann es insofern zeigen. Nee, das sieht man ja gar nicht, ne? Hier sieht man es. Also das gibt 24%, das gibt. Okay. Nee, man sieht es halt nicht. Also man sieht nicht, wie viel Prozent jetzt die Belagerungslager zusammenbringen, aber man sieht halt das totale Maximum der Zermürbungsreduktion, die man auf einem Sektor haben kann, ist jetzt auf 66% limitiert. Und dadurch lassen sich natürlich nicht mehr so viele Kämpfer zermürbungsfrei machen. Und da kommt dann auch jeder irgendwann mal an sein Ende. Und Thunder ist ein Spieler, der wirklich wahnsinnig viel Energie reingesteckt hat, um möglichst hohe Kampfwerte rauszuholen. Wie man in seiner Stadt auch sieht. Also er hat da nichts zu stehen, außer Gebäude, die Kampfkraft bringen oder Gildengüter. Atomium, AI-Kern, Arche und irgendwo müsste auch das Opsi sein. Genau, ansonsten hat er nur Kampfkraftgebäude und diese Dinger. Ah, und hier unten ein bisschen Eventfläche. Ich glaube, er ist bei über 2500 Angriffskraft und über 2000 Verteidigung der angreifenden Armee. Und er kann halt wirklich bis zu einer sehr hohen Zermürbung kämpfen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, wie hoch er kommt, aber ich glaube, es gibt ja auch ein Limit bei den Zermürbungen. Also bei der Zermürbungserhöhung, wo es dann nicht mehr weitergeht. Locker 3000, sagst du. Das kann sein, das kann sein. 150 Zermürbung soll das Limit sein. Ne, ich glaube, er kann bis zum Limit kämpfen und kann dann auch noch weiter kämpfen. Aber dann muss er schon, dann hat er schon ordentlich Verluste. Wup, wup, hallo Kathleen. Guten Abend. Genau, also ja, und er kämpft halt wirklich sehr viel in der Nacht, wo er dann wirklich auch oft alleine oder zu zweit oder zu dritt am Kämpfen ist. Und dadurch kann man halt auch sehr viele Kämpfe machen. Okay, so.
Dann schauen wir mal. Industriezeitalter. Dann gehen wir mal hier an den Rand und ich versuche das mal so zu ziehen, dass ich hier die Knöpfe übereinander gelegt bekomme. Das wird schwer. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Jetzt wandert es ja schon wieder weiter nach rechts und es muss ja eher nach links wandern und so ist es jetzt schon zu groß. Ich glaube, die sind zu weit rechts, oder? Hast du noch eine Idee? Imsor, wie ich die noch weiter nach rechts kriege? Also nach links, wie ich die Knöpfe weiter nach links kriege? Bildschirm schmal machen. Wann hat das dann noch weiter rüber? Hä? Warum kann ich jetzt nicht weiter nach rechts gehen? Mal eben neu laden. Mal gucken. Wahrscheinlich, weil das die minimale jetzt schon das minimale schmal ist, sozusagen. Da ist zwar rechts noch mehr, aber. Falsche Karte. Ist gar nicht mehr jetzt. Hier. Wir haben euch in der GG geschlagen. Kann sein, Armin. Den vollen Sektor? Welchen vollen Sektor? Ich will hier die Ritter der Freiheit angreifen. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Ich schau mal, ob es noch irgendein anderes Ziel gibt, wo es okay wäre, wenn ich drauf habe. Blacklist. Blacklist geht immer. Okay, Blacklist geht immer. Die greifen auch immer an. Von daher können sie auch immer. Dürfen Sie auch immer mit Angriffen rechnen. Das kann man sich hier sehr schön übereinander legen. So, okay. Dann würde ich mal das Hauptquartier von Blacklist hier angreifen. Oh, hier habe ich aber keine Truppen, die ich so problemlos verheizen könnte. Nächstes Problem. Na, schauen wir mal in der Eisenzeit oder im frühen Mittelalter, was da so geht. Hier, Ritter der Freiheit. Was habe ich denn hier? Ja, hier sieht es besser aus. Okay, dann würde ich hier einen Sektor holen. Muss ein bisschen ranzoomen und dann kriege ich die Knöpfe auch übereinander gelegt. So. Schaue ich gleich nochmal, Armin. Schaue ich gleich nochmal. Aber ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass wir gewonnen haben in der GG. Ohne Arroganz. Kann ich nochmal drauf eingehen? Ich meine, wir haben ja getauscht. Von daher, im Prinzip haben ja beide Gilden gewonnen. Nur die alle anderen haben verloren. Okay, also ich stelle mal eine Belagerungsarmee. Und dann lege ich mal hier, oder die Knöpfe sind ja schon übereinander gelegt. Und dann, wenn ich jetzt hier kämpfen würde auf dem Sektor und ich kämpfe jetzt, versuche mal jetzt relativ schnell zu kämpfen,
Dann sind jetzt hier die Knöpfe alle übereinander und ich kann jetzt hier drücken und drücken, aber manchmal bleibt der OK-Knopf so hängen und dann geht es nicht weiter. Das ist komisch und nervig und ja, irgendwie doof. Und deswegen kommt man nicht so schnell voran. Das ist nicht so cool. Ansonsten geht es aber trotzdem, also es geht schon noch relativ schnell voran und man ist, glaube ich, so dann auch recht schnell. Und schneller als die Gegner, wenn sie versuchen würden, das Ganze ohne dieses Übereinanderlegen zu schaffen. Aber man kann halt noch schneller sein mit einem Trick. Okay, und das versuche ich jetzt mal darzustellen. Ich habe die Knöpfe wieder übereinander gelegt und Kämpfer. Okay. Und das war jetzt wirklich sehr schnell, denke ich. Und wer da noch dazwischen kommt, insbesondere durch die Einklick oder diese Fingerknopf-Suchmethode, das wird echt schwierig. Da nochmal was gegenzusetzen und da durchzukommen und das da schneller zu sein. Aber das ist halt mit einer gewissen Modifikation verbunden, die man ja so und so beurteilen kann. Also an sich ist es jetzt kein Hack oder irgendwas, sondern es gibt halt eine ganz normale Windows-Funktion. Wie war das? Genau. Es gibt eine Windows-Funktion, jetzt hier unter Windows 10 nennt sich die Maustasten aktivieren oder deaktivieren. Und da kann man die Zehner oder die kann man die Maus über die Zehner-Tastatur steuern. Das ist eigentlich so eine, ja, so eine Art Eingabehilfe, vielleicht für Leute, die, weiß ich nicht, irgendwie Probleme mit den Fingern haben, in der rechten Hand oder so, in der Maushand. Dann kann man das hier aktivieren. Und dann befindet sich auf dem Pluszeichen, auf dem Numblock, der Doppelklick. Und man muss, um einen Doppelklick auszuführen, dann nur einmal das Plus drücken. Und das sorgt dafür, dass man diese Hacker nicht mehr hat im, ja, beim Angreifen. Also, dass sich das nicht mehr aufhängt oder zumindest nicht mehr so stark aufhängt, wie ihr gesehen habt, als ich den ersten Sektor versucht habe zu holen. Und dass da so eine komischen Aussetzer sind. Und außerdem sorgt es halt dafür, dass man, wenn man Truppen wechselt, und das werdet ihr jetzt gleich sehen, immer zwei rausnimmt und immer zwei reinsetzt, weil das halt im Prinzip ein Instant-Doppelklick ist. Also mit einem Klick kommen immer zwei rein. Und mit einem Klick kommen immer zwei raus. Und ihr könnt also einerseits schneller eure Truppen tauschen und andererseits schneller kämpfen, wenn ihr die Knöpfe übereinander gelegt habt. Und das Ganze funktioniert auch in der GG. So. Und es ist eine Standard-Windows-Funktion. Jetzt wäre die Frage, ist das ein Cheat? Was seht ihr oder wie seht ihr das? Ich würde sagen, es ist schon nah dran. Ich weiß nicht, wie Inno das betrachtet. Und habe letztens auch so, genau, da hatte ich drüber nachgedacht, ob ich Inno frage. Das hatte ich, eigentlich wollte ich das vor dem Podcast, sage ich schon, vor dem Streaming machen und mal den Support befragen, was sie davon halten. Ob das okay ist, wenn man das macht. Genau. Ich glaube, das sollte man mal erfragen, um da auf der sicheren Seite zu sein.
Weil das ist ja schon eine gewisser Vorteil, den man sich da rausholt. Da habe ich es jetzt eigentlich geschafft, hier Scrollbars auf beiden Seiten zu haben. Habe ich nur noch eine Scrollbar unten. Kriege ich die da auch wieder irgendwie weg. Jetzt habe ich sie wieder auf beiden Seiten. Durch das Hin- und Hergeschiebe habe ich das irgendwie hingekriegt. Nicht so cool. Ich hoffe, das geht wieder weg. Inno kennt das Problem schon. Es wurde auch inoffiziell schon Grund für Änderung in der GG bestätigt. Ach so, ihr meint, das sei der als Grund für die Änderung in der GG. Ihr meint, das sei der Grund für die Änderung in der GG, tatsächlich? Also das fände ich dann halt ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Also ich hab von FOE Lead gehört, dass er sich auf irgendeinen Hack bezogen hat, den er aber nicht öffentlich zeigen wollte, der irgendwie ein sehr schnelles Kämpfen möglich macht. Ich hab ihn jetzt hiermit gezeigt. Ich hoffe, ich werde dafür nicht auf Twitch gebannt. Und von Forge of Empires. Aber man muss ja mal drüber reden, ne? Dann weiß man nämlich auch, worum es geht. Und wenn es das ist, was FOE Elite meint, okay. Und dann wäre halt die Frage, wie Inno das sieht. Also ich werde auf jeden Fall mal den Support befragen, was die davon halten, von der Nutzung der Funktion. Und ob die das okay finden. Das nervt mich aber. Ah, er hat in seinem Video einen Chat mit dem Support gehabt. Kannst du mir das Video zukommen lassen, Uwe? GG-Tool, okay, das ist dann was anderes. Also wenn es noch ein GG-Tool gibt, was irgendwie das Kämpfen in der GG deutlich schneller macht, dann ist es dann noch mal was anderes, ja. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, worauf sich das bezog, was FOE Elite meinte. Genau, also ich habe das Video gesehen von ihm, aber er hat nicht genau erklärt oder hat gar nicht erklärt, um was es da geht, sondern er ist vor allem auf den Umgang von Inno mit den GG-Änderungen eingegangen und dass er die für nicht gut hält. Und dass es für nicht gut hält, dass man wegen Spielern, die irgendwelche Hacks anwenden, dass da alle irgendwie ein Problem am Ende haben. Deshalb. Also, dass alle quasi unter der Maßnahme gegen die Hacker leiden müssen und jetzt irgendwie mehr Zermürbung erdulden müssen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das. Dass es wirklich ausschließlich wegen der Hacks die Änderung ist. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke mir schon, dass Inno sich erhofft, mit dieser erhöhten Zermürbung, auch zu bewirken, dass es weniger attraktiv ist für die
großen Gilden sich so das komplette Gebiet einzuverleiben, weil es dann auch für sie irgendwann an ihre Grenzen kommt, ne? Also, dass auch die Spieler der großen Gilden dann halt irgendwann mal so zermürbt sind, dass sie zu viele Einheiten verlieren bei den Kämpfen, um noch wirklich weitermachen zu können. Genau. Und ja, und dadurch einfach Sektoren länger offen sind und sich dadurch Möglichkeiten für die kleineren Gilden ergeben, dann eben auch an mehr Sektoren zu kommen. Also denke schon, dass das die Intention von Inno ist, da noch ein bisschen mehr Fairness reinzubringen. Ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, würde ich eher bezweifeln, weil ich bin ehrlich gesagt kein Fan von der neuen Herangehensweise mit dem Limit von 66% Zermürbungsreduktion. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren, wenn ich es dann auf den Live-Servern sehe, weil ich spiele auf dem Beta-Server eigentlich keine Gildengefechte, weil ich nicht die Einheiten dafür habe, um so viele Einheiten zu verlieren zu können und habe da jetzt selbst noch keine wirklichen Erfahrungen damit gemacht und ich kann auch relativ schlecht einschätzen, wie das wirkt auf die großen Gilden, weil hier sind wir halt in keiner Gilde, die so viel Gas geben kann, dass sie die Karte dominiert. Und wenn das dann kommt auf den Live-Servern und ich dann die Effekte auch spüre in unserer Gilde, dann kann ich vielleicht besser einschätzen, ob es dann auch was bringt. Also ob das einen Nutzen bringt für die kleinen Gilden, ob die kleinen Gilden dadurch jetzt ein bisschen mehr Sektoren holen können und nicht komplett an den Rand gedrängt sind für ja, die komplette Saison. Und dann hoffen dürfen, dass sie bei der Saison danach keine so starken Gegner haben. Genau. Aber also die Maßnahme an sich finde ich halt nicht besonders klug. Es gibt andere Maßnahmen, die, denke ich, besser gewesen wären, um die GG fairer zu gestalten. Da hatten wir ja auch schon diverse Male drüber gesprochen. Genau. Du findest, durch die GG-Änderung werden die kleineren nie wieder an die größeren herankommen. Da hast du in einem gewissen Sinne recht, weil natürlich die kleinen durch diese Änderung. Also wenn du das auf Spielerebene siehst, dann ja. Denn auch ein kleiner Spieler kann sich ja in so einer großen, erfolgreichen Gilde bewerben und kann dann dort sehr viele Kämpfe machen und durch die vielen Kämpfe sehr viele Forge-Punkte bekommen und durch die vielen Forge-Punkte seine oder ihre Eventgebäude extrem hoch ausbauen. Eventgebäude, sag ich schon, legendären Gebäude. Und dann eben eine deutliche Kampfkraftsteigerung bewirken. Also insofern ja. Andererseits, wenn du als kleiner Spieler in einer kleinen Gilde bist und die komplette Zeit am Rand verbringst und nicht in die Mitte reinkommst, weil jeder Sektor innerhalb von 1 bis 2 Minuten eingenommen ist, der aufgeht und deine eigene Gilde halt irgendwie nur 5 aktive GG-Spieler hat, die dann aber alle zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sind, ja, dann kannst du halt auch nicht viele Kämpfe machen auf dem Sektor. Selbst wenn du eine hundertprozentige Zermürbungsreduktion hättest, was du ja aber vom Rand ausgehend nicht hast. Und dann kommst du halt auch nicht voran. Wenn du eine Saison später dann in der Platin-Liga landest und dann selbst zu den großen Gilden gehörst, die die Karte dominiert und oft mit null Zermürbung spielen kannst, sieht es natürlich anders aus. Dann kannst du natürlich deinen Account schon deutlich pushen. Okay. Jetzt mal zu deiner Aussage, Armin, dass Bloodline verloren hat. Ja, ist richtig. Also verloren kann man so sehen, wenn man so will. Aber
Ich würde sagen, unsere Gilden haben jeweils beide gewonnen, weil wir haben die Karte zusammen komplett dominiert und die ganze Zeit kämpfen können. Das heißt, all unsere Gildenmitglieder konnten die ganze Zeit Punkte machen und jede Menge Forge-Punkte, ja, und Güter und all das halt rausholen. Müssen sich deine Freunde auch bei dir bewerben? Was? Arake, was? Also sehe ich nicht so, dass ihr verloren hättet oder wir gewonnen haben. Aber man braucht halt immer einen Partner, mit dem man in der Mitte rotieren kann. Und der Unterschied ist halt, dass ihr bei Bloodline einerseits ein paar weniger Mitspieler seid und andererseits im Schnitt weniger Punkte habt als die Spieler in unserer Gilde. Also wir sind paar mehr und haben auch mehr Punkte. Und dadurch, dass es so ist, sind wir halt in der Lage, noch mehr von den Randsektoren einzunehmen, weil wir bis zu einem höheren Zermürbungsgrad spielen können. Und dadurch werden wir gegen euch immer gewinnen. Also solange ihr nicht mehr Spieler habt mit höheren Punkten, werden wir immer gewinnen, weil wir am Ende noch mehr Randsektoren holen als ihr. Und das läppert sich halt am Ende und dadurch gewinnen wir. Und das gleiche Problem haben wir, wenn wir gegen Twist of Fate spielen. Die haben halt wiederum höhere Spieler mit mehr Punkten als wir und deren Gilde ist auch voller. Und dadurch holen die sich halt auch mittags und morgens zum Teil schon Randsektoren, die wir uns nicht holen, die wir liegen lassen. Weil wir morgens und mittags noch nicht in der Zermürbung so hoch steigen wollen. Und am Abend holen wir uns auch die ganzen Randsektoren noch. Weil halt jeder irgendwie seine Zermürbung am Ende runterspielt. Genau. Und je nachdem, wie viel Kampfkraft halt so eine Gilde hat, desto früher müssen die Spieler anfangen, sich die Randsektoren zu holen, um ihre Zermürbung runterzuspielen. Und das ist einfach der Unterschied. Und dadurch machen wir mehr Punkte, weil wir Randsektoren für eine längere Zeit halten und das läppert sich am Ende und kommt dann auf das Ergebnis, dass wir am Ende mehr Siegpunkte haben als ihr in dem Fall oder Toff, Twist of Fate, mehr Siegpunkte hat als wir. Aber das hat mit Verlieren und Gewinnen meiner Meinung nach nicht viel zu tun. Also unsere beiden Gilden haben in dieser Runde gewonnen, alle anderen Gilden haben quasi verloren, weil wir es nahezu unmöglich gemacht haben, für die anderen Gilden wirklich irgendwie was zu holen. Und das ist halt das Unfaire an den Gildengefechten. Und ich bezweifle, dass diese 66% Zermürbungsreduktionslimit, die Inno jetzt da einführt, daran wirklich was ändert. Arak, bei mir müssen sich Freunde nicht bewerben. Es ist nur das Problem, dass meine Freundesliste permanent voll ist. Wenn du auf meine Freundesliste willst, gar kein Problem, dann schmeiße ich irgendjemanden raus, der nicht motiviert. Also, falls das die Frage ist, aber ich weiß nicht, was die Frage ist oder warum du das fragst, Arak. So, das sind hier jetzt die letzten Burgpunkte, die ich hier noch hole. Dann habe ich die Burgpunkte für heute alle geschafft. Und dann würde ich noch ein bisschen Wildlife Event spielen. Oh, schade. Ich muss mal nochmal neu anfangen. Okay. Genau, da werde ich mal den Support zu befragen, zu dieser Mauseinstellung über die Tastatur, wie der Support das sieht, ob die das für problematisch halten, weil das ist ja eine Standard-Windows-Funktion, da muss man sich nichts extra installieren. Mir fällt gerade ein, Pi hat einen Stadtbesuch eingelöst, okay. Mir fällt gerade ein, den machen wir nach 0 Uhr, Pi. Den mache ich erst nach 0 Uhr. Ich hoffe, das ist okay.
Du musst mir noch schreiben, wo, bitte. Pi. Auch auf W. Ja, sehr gerne auf W, dann muss ich nichts Neues anlegen. Das kommt mir zu Pass. Und guten Abend, Pi. Ich glaube, du hattest noch nichts geschrieben. Mir fällt gerade ein, FOE-Lied hatte irgendwas gesagt von oder hatte was angedeutet, dass es irgendwas über die Skripte ist. Irgendwas über die. Was? Warum jetzt Fail? Den verstehe ich jetzt nicht. Weil Tyra, weil jetzt gehen muss, musst du jetzt gehen? Nee. Doch. Ja, nein, doch. Ihr verwirrt mich gerade. Der Chat verwirrt mich. Schreibt mal nochmal genau, worum es geht. Nee, FOE Lead hatte irgendwas angedeutet, dass es hier über diese Skripte irgendwas ist. Also zumindest hatte ich so das Gefühl, dass es hier irgendwas ist, was es ermöglicht, schnell zu kämpfen. Dass man hier irgendwas in den Einstellungen oder so auslösen kann. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Dann wäre das auf jeden Fall, also wenn das so ist, dann wäre es auf jeden Fall nicht die Sache mit der Maus. So schnell werde ich dich nicht los. Ja, da bin ich doch froh darüber, dass ich dich so schnell nicht loswerde. Ach so, nach 0 Uhr. Ja, Pi, dann kann ich aber nicht so lange machen, weil ich will gerne vor 0 Uhr noch ein paar Wildlife-Sachen schaffen auf den Nebenwelten, wo es heute noch den annehmbaren Tagespreis gibt. Wobei, wenn es morgen die Schildwacht gibt, aber nee. Ja, die Schildwacht sage ich schon, den Schachmachtplatz. Aber ich will ja auf den kleinen Welten auch lieber was Kleines haben und nicht einen großen Schachmachtplatz. Also von daher kann ich nur kurz schauen, Pi. Aber wenn das für dich okay ist, dann machen wir einen kurzen Stadtbesuch. Pi habe ich auf jeden Fall auch unter den Top-Spielern gesehen, hatte ich ja vorhin schon mal durchgescrollt. Ich glaube, so im Bereich 500. Können wir nochmal gucken? Vierhundertachtzehn. Also nochmal 100 drauflegen und dann sind wir richtig. Der geht hier mit den Glücksbärchis durch dick und dünn. Also auch ganz vorne mit der Beide, mit dabei, der Pi. Und auch eine sehr Bühne der Zeitalter reiche Stadt. 1U, 1W. Ja, ach so, auf U und W hast du jeweils einen Berg geholt. Ja, es ist richtig. Ich hätte mir auch schon einen Berg geholt, hätte ich nicht Fall Guys gespielt an dem Tag, wo es den Berg gab. Aber Fall Guys war es auch wert. Das war es auch wert. Ich hoffe, also ich denke mal, der kommt noch ein zweites Mal, von daher nicht so schlimm. An einem anderen Tag werde ich dann die Questline durchziehen und dann mir möglichst viele Adlerberge holen. Aber mit den aktuellen Tickets, die will ich jetzt noch runterspielen, gerne. Aber gut, machen wir einen kleinen Stadtbesuch bei Pi. Auch Pi hat so ein Boulevard zu liegen, um sich die großen Ereignisse abzuholen auf diesem Feld. Die Straßenereignisse, um die geht's. Der Boulevard ist natürlich an der Stelle an sich totaler Quatsch, ne? Weil da ist jetzt kein zweispuriges Gebäude oder kein Gebäude, was eine zweispurige Straße braucht. Es geht hier ausschließlich darum, dass Ereignisse, die auf den Stadtfeldern erscheinen und die auf den Stadtfeldern der großen
zweispurigen Straßen erscheinen, dann hier erscheinen, auf diesem einen Feld und PD dort abholen kann. Genau. Ja, ansonsten Pi, da hast du, glaube ich, nicht zwangsläufig Diamanten investiert, weil an Bühnen der Zeitalter kam man ja leicht. Die olympischen Tresore, 3 Stück, scheinen ein bisschen viel. Vielleicht hast du da doch ein bisschen Diamanten ausgegeben, um an 3 Stück zu kommen. Ansonsten, also es auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall nicht so viel investiert wie Diamantrex, würde ich sagen, um das zu erreichen. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Stadt. Und schon sehr weit ausgebaut. Du hast Wunschbrunnen in der Stadt. Warum hast du Wunschbrunnen in der Stadt? Hast du keine Nebenwelten, wo du Wunschbrunnen stellen kannst? Ich meine, W ist ja... Betrachtest du W noch als Nebenwelt? Pi, du Arsch. Beim nächsten Mal, wenn der Berg kommt, nochmal Vollgas. Ja, dann kann ich nicht mitspielen. Ihr wollt nur, dass ich nicht mitspiele. Stimmt's? Ihr wollt nur, dass ich nicht mitspiele. Also ich würde ja mehr Wunschbrunnen auf tatsächlichen Nebenwelten stellen, aber du bist ja hier schon engagiert dabei und möchtest hier bei den Top bei den Top-Spielern mitspielen. Und da würde sich das, glaube ich, schon lohnen, die Wunschbrunnen und Jungbrunnen dann aufzugeben und dort stattdessen andere Gebäude zu stellen. Es kann natürlich sein, dass du die Gebäude jetzt noch nicht hast, die du da stellen würdest. Und solange du den Platz hast, dann nutz ihn natürlich auch mit Wunschbrunnen. Warum nicht? Dann gibt es da nochmal die Chance auf zusätzliche Diamanten. Du hast ja hier auch Terrassenfelder gestellt, von daher macht zumindest den Eindruck, als sei die Stadt jetzt noch nicht hundertprozentig mit dem ausgestattet, was das Inventar andersrum. Es macht den Eindruck, dass die Stadt schon mit dem ausgestattet ist, was das Inventar hergibt. Und wenn du bessere Gebäude hättest, würdest du sie aufbauen und könntest sie gegen andere ersetzen. Die Holzfällerhütten sind ja auch nur Forgepunktgebäude. Da kann man, die sind ja auch noch Gebäude, die man im Prinzip ersetzen könnte gegen bessere andere. Ja, okay. Du hast nichts Besseres im Inventar, genau. Der Eindruck hat sich jetzt bei mir auch eingestellt und von daher ist es schon okay. Mit den Wunschbrunnen, bis Besseres kommt, genau. Ansonsten etwas fragwürdig deine verschiedenen Straßen. Das hatte aber Josie jetzt schon im letzten Stream erwähnt. Und du hast ein paar Gebäude von zwei Seiten angeschlossen. Zum Beispiel deinen fröhlichen Kanal und deinen Relikttempel. Die sind hier halt sehr umzingelt. Also der Relikttempel ist halt komplett umbaut. Ist besser, als wenn der fröhliche Kanal komplett umbaut wäre. Am Ende ist es egal, ob du die jetzt tauschst oder nicht, aber ja. Kann man vielleicht noch besser aufstellen, sodass du sie nicht von mehreren Seiten angeschlossen hast. Das gilt hier auch für dieses Terrassenfeld. Das hat hier oben eine Ecke, das hat unten die Seite. Oder die Bühne der Zeitalter hier, die ist oben angeschlossen und unten. Aber das ist dann auch schon sehr pingelig. Du kannst die Arche, wenn es weiter so pingelig bleibt, kannst du die Arche natürlich auch an der kurzen Seite anschließen. Wäre besser. Du könntest dein Hauptquartier in die Mitte der Stadt bringen und könntest dir so Straßen sparen und mehr Platz rausholen. Aber wenn du den Platz noch gar nicht brauchst, weil dein Inventar leer ist, alles Klagen auf sehr hohem Niveau, alles noch nicht wirklich notwendig. Ansonsten gefällt sie mir sehr gut, deine Stadt, die ist sehr grün, hat was
hat was sehr Natürliches. Die Bühnen der Zeitalter haben auch viele Bäume drin, die Arche, die Terrassenfelder. Ist eine hübsche Stadt auf jeden Fall. Wirkt sehr ästhetisch. Genau. Und was die legendären Gebäude angeht, hat Pi schon eine Arche auf 80. Da kannst du mir dir mal eine Scheibe abschneiden, Diamantrix. Aber Alcatraz, da liegt der Diamantrix vorne. Schon eine Arche auf 80, das ist schon ordentlich. Das ist schon auch ordentlich. Das haben auch gar nicht so viele. Und ich glaube, Alec hat das vor kurzem erst erreicht, ne? Vor ein paar Wochen oder so. Ja. Ist auf W noch gar nicht so üblich. Aber wenn die Archen erstmal auf 80 sind, dann geht alles schneller. Dann geht alles schneller. Ja, schön. Gut, jetzt habe ich noch 15 Minuten, um noch ein paar Wildpark-Event-Spiele zu machen. Und wo ihr mich noch ein bisschen failen sehen könnt, wenn ihr wollt. Die ersten Spiele waren okay, fand ich. Die ich gemacht habe, war ich jetzt nicht ganz so. Genau. Failen Seelen. Du hast das Event. Ich liebe es. Liebes Huhn. Ich sag lieber Huhn. Was ist denn überhaupt? Was ist denn überhaupt ein Yimsor? Yimsor. Was ist das? Ist es ein Name, also ein Kunstname, den du dir ausgedacht hast? Oder hat das Wort, oder ist es ein Wort in einer anderen Sprache, das eine Bedeutung hat? Ist auf jeden Fall sehr schwierig auszusprechen, auch. Was? Rosmi? Okay. Ja gut, so kann ein Nachname kann auch Rosmi sein, natürlich. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Okay, ja, hier kann ich ja schon 8 Stunden Produktion anmachen für die Nacht. Da passiert jetzt nicht mehr so viel. Eine Stunde wollte ich nicht mehr unbedingt streamen. Aber, ja, und hier will ich auch die, hier will ich die nicht haben, die Schildwachten. Hier geht es mir ja auf der Welt. Ich gehe nochmal die Nebenwelten durch. Da erzähle ich dann nochmal, wozu meine Nebenwelten da sind. Ich habe eigentlich keine Welt, die nicht einen eigenen Zweck hat. Jede meiner Welten hat einen eigenen Zweck. Meine Hauptwelt ist halt meine Hauptwelt. Da spiele ich halt möglichst effizient. Dann gibt es die Welt auf W. W ist die schöne Welt. Da möchte ich eine abwechslungsreiche, schöne Stadt bauen, die so ein bisschen mittelalterlich oder ja, mittelalterlich, am Ende soll es eher mittelalterlich geprägt sein. Ich habe relativ oder vielleicht so Kolonialzeit und sowas. In diesem Bereich sollte es vielleicht am Ende so angesiedelt sein. Ich könnte mir halt relativ gut vorstellen, dass ich in so ein Zeitalter aufsteige und dann auch das Hauptgebäude habe und das passt alles relativ gut noch ins Bild, auch mit meinen restlichen Gebäuden, die ich jetzt schon aufgebaut habe. Ich würde aber ungern hier zukünftige oder moderne Gebäude zu stehen haben, weil die dann nicht mehr so gut passen zu den zu diesem Schönheitsaspekt. Und sonst brauche ich halt jetzt nicht mehr Schildwachten, weil Schildwachten sind jetzt auch nicht so schön. Und von daher würde ich jetzt hier nicht auf Schildwachten spielen wollen, sondern suche mir lieber einen anderen Tagespreis. Ich drück einmal auf Wechseln. Ja, bleibt bei Schildwacht. Dann würde ich jetzt hier bis nach 0 Uhr warten. Nochmal die Frage, will irgendjemand auf W44 Forgepunkte haben?
Ich will noch meine Forge-Punkte loswerden. Ah ja, Tyra, weil wir 44 Forge-Punkte haben und noch ein paar mehr. Das machen wir. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich mach das so. Okay. Oh, Tyrawal. Bei WoW hieß einer meiner Charaktere Yistrian. Was? Yistrian. Yistrian. Schwer, schwer. Yistrian. Oder Istrian. Je nachdem, wie man das I ausspricht. Ein geiler Wechsel? Welcher geile Wechsel? Ja, WoW habe ich früher auch gespielt, Tyrawal. Früher, wo ich noch jung war. Okay, also hier nicht. Dann hätten wir Uceria. Ach so, der Wechsel, ach so, der Wechsel des Tagespreises. Ja. Wenn man die Schildwacht nicht will, also an sich ist es halt ein cooler Wechsel, weil man vielleicht von einem schlechten Preis auf eine Schildwacht kommt. Aber wenn man die schon vorher nicht wollte, dann ist es ein nicht so schöner Wechsel. Okay. Hier versuche ich mal noch an mehr Vorräte zu kommen. So, der Zweck dieser Welt hier ist eine Classic-Welt. Also, das ist eine Classic-Welt. Classic ist der Spielmodus, den Zocket, Falco, irgendwann mal eingeführt hat. So als eine Idee, dass man mal wieder so spielt wie früher. Also, wie früher, wo es noch kaum bis keine oder nur sehr wenig, also keine bis nur sehr wenig Eventgebäude gab. Und er hat es dann noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat gesagt, okay, es gibt gar keine Eventgebäude, es gibt gar keine Event- und Spezialgebäude, man darf nur Gebäude aus dem Baumenü bauen. Das heißt, alle, die hier drin sind, inklusive der Diamantgebäude, die darf man auch bauen, und der legendären Gebäude. Und man darf nur legendäre Gebäude bauen bis hin zum eigenen Zeitalter. Das heißt, ich darf nur legendäre Gebäude bis ins Hochmittelalter bauen und noch keine weiteren. Und wenn ich das legendäre Gebäude des späten Mittelalters, beispielsweise ein Castle del Monte, bauen will, dann muss ich erst aufsteigen ins spätmittelalter Mittelalter und kann dann damit über diese selbst auferlegten Regeln das Castle del Monte aufbauen. Ebenso gilt nach unten hin, dass man keine Gebäude mehr in der Stadt haben sollte, welche älter sind als ein Zeitalter älter als das aktuelle Zeitalter, so dass man eine homogene Stadt hat und eine Stadt und ein Stadtbild, das, naja, in sich schlüssig ist oder in sich homogener ist. Das ist so eine Idee gewesen. Und die Gilde, in der ich bin, die ist halt die Classic-Gilde. Und dort spielen auch nur Spieler, relativ wenige, die eben nach diesem Spielprinzip spielen. Die Welt ist auf. Nochmal. Die Welt ist hier auf Oceria. Falls ihr auch Classic spielen wollt, auch falls ihr das mal ausprobieren wollt, dann kommt gerne dazu. Interessant ist es insofern, weil man halt noch mal ein bisschen anders denken muss, weil man anders an Events herangehen kann und muss. Und weil man seine Stadt anders aufbaut. Also man ist halt relativ stark angewiesen auf Produktionsgebäude des eigenen Zeitalters und auch noch auf Häuser. Und man lernt gewisse legendäre Gebäude zu schätzen, welche ihren Wert verloren haben in einem normalen Spiel.
So, und im Event möchte ich jetzt, also hier habe ich übrigens auch getauscht auf Schildwacht Upgrade Kit. Da habe ich schon, hatte ich schon getauscht. So, ich komme jetzt sowieso mit keinem Spiel mehr durch hier in 5 Minuten, glaube ich. Aber ich suche hier halt nach Medaillen oder nach irgendwelchen anderen Preisen, Beschleunigungskits oder sowas. Irgendwas, was ich hier nutzen kann auf der Classic-Welt, weil alle normalen Event- und Spezialgebäude kann ich halt nicht stellen. Also auch hier werde ich jetzt noch nicht spielen. Gehen wir nach Feldrangier. Auf Feldrangier mangelt es mir, glaube ich, nicht an Schildwachten. Nee. Und von daher sage ich auch hier, okay, ich gucke lieber nach anderen Preisen und baue keine Schildwacht. Und dann gehe ich nach A und in A lohnt es sich vielleicht auch noch auf eine Schildwacht zu spielen. Nochmal, Feldrangier ist meine Eisenzeit-Kampfstadt. Eisenzeit und sehr viele Kampfkraftgebäude und diese Gebäude sind hier sehr hoch ausgebaut. Also die legendären Gebäude, die Kampfkraft bringen, sind sehr hoch ausgebaut. Ich habe auch relativ viele Wunschbrunnen schon untergemischt, um darüber auch nochmal Diamanten zu bekommen. Der Zweck der Welt ist, Diamanten zu generieren. Der Zweck der Welt A ist der gleiche, allerdings verzichte ich auf den Kampf. Hier habe ich mir neben den Wunschbrunnen auch noch Heckenlabyrinthe gestellt. Ich habe die Welt aber sehr spät erst angefangen, wodurch es erheblich schwerer ist, hier an Wunschbrunnen zu kommen. Also ich habe erst angefangen, als Wunschbrunnen kein gut verfügbares Gut mehr in den Events waren. Also keine Tagespreise mehr waren. Und meine These ist ja, es werden auch nie wieder Wunschbrunnen als Tagespreise kommen. Höchstens noch Wunschbrunnen-Schumpfkits, aber keine Wunschbrunnen mehr. Pi wettet dagegen, aber er hat noch nicht seinen Wetteinsatz oder unseren Wetteinsatz genannt. Schreien des Wissenswelten. Ich gehe auf euren Chat gleich nochmal ein. Ich muss jetzt nochmal kurz versuchen, hier zumindest nochmal einmal im Wildpark-Event ein bisschen voranzukommen und hier vielleicht nochmal ein Schildwacht-Dingens zu bekommen. Okay, hier kann ich eine Tatze relativ locker runterspielen. Muss ich auch gar nichts mehr weiter machen. Ist vorbereitet. Die ist hier schon mal deutlich schwerer. Stellt sich hier auch überhaupt nicht leicht dar auf der Seite. Hier ist nämlich alles schön schlecht angeordnet. Alles schön schlecht angeordnet. Kriege ich denn hier irgendwas Blaues runter? Also mit dem Gelben kann ich das Gelbe da oben auflösen. Ja, und das Grüne ist auch gut, aber wie kriege ich den Rest hier weg? Auf der Seite gelingt mir hier gar nichts. So wie es ausschaut. Ich kann mir. Ich kann mir das Blaue runterholen und das Blaue hier wegmachen, aber das hilft halt auch nicht. Da komme ich auch nicht näher ran. Nicht wirklich. Ich kann dann auch nur das eine hier oben auflösen und kriege dann das Blau insgesamt weg. Hilft nicht wirklich. Und ich kriege den roten Stein auch nicht weg. Den roten Stein auch nicht weg. Also ich kann, das kann ich machen. Kriegt das Blaue hier weg, bekommt das aufgelöst und kann jetzt hier halt den Blauen auch wegmachen. Wo lege ich das dann jetzt hier am besten hin? Und krieg so die Pfote ein Stück weit weiter runter. Vorher sollte ich das?
Also wenn ich das, wenn ich die Kiste hier auflöse, dann fällt das Grüne oben drauf, dann kriege ich auch das Grüne weg. Und dann kann ich mit dem herunterfallenden Orangenen auch das Orangene hier wegbekommen. Und dann habe ich Gelb auf Gelb. Und dann kriege ich die Tatze runter. Okay, ich versuch's. Und ich habe mich geirrt. Ich habe die Kiste falsch aufgelöst. Jetzt würde ich gerne einen Versuch rückgängig machen. Ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt würde ich gerne einen Versuch rückgängig machen. Aber es geht nicht. Es geht ja nicht. Unschön. Ja, ich habe irgendwo übersehen, dass sich noch was weiteres mit auflöst, sodass das Grüne weiter runterfällt. Oder nicht weiter runterfällt. Komme ich noch an irgendwas anderes Grünes? An das hier unten, aber das hilft mir nichts. Das hilft mir nicht. Nee, so kriege ich die Tatzen beide nicht runter. Hammer Time! Ja, ist zu Ende. Der Event, der Preis des Tages ist jetzt der Schachmattplatz. Auch ein cooles Kampfkraftgebäude. Also für Leute, denen es noch an Kampfkraft mangelt oder die vielleicht auch ihre Karusselle noch ersetzen wollen. Diamantrex, Hint, Hint. So ein Schachmattplatz hat 11%. Jetzt zum Beispiel im Jupitermond oder Asteroidengürtel ist, glaube ich, gleich. Und das Karussell hat nur 8. Also es lohnt sich, das zu tauschen. So, da die Zeit jetzt abgelaufen ist. Ja. Pete, du hast es echt gut gemacht letztens. Hast du echt gut gemacht. Bis zu dem Moment, wo du keine Lust mehr hattest, dann war es nicht mehr so gut. So, ich sammle jetzt erstmal hier auf der Hauptfeld ein, weil das liegt hier schon eine Weile rum. So. Alle helfen. Dann die Sachen einsammeln, dann die blaue Galaxie und die entsprechenden Gebäude, die gehighlightet werden. Das Ganze kommt dann jeweils in die Arche, die ich dann auch gleich leveln kann. Gibt der Leuchtturm Diamanten? Gibt er nicht? Welcher ist der Leuchtturm mit den 20 Forgepunkten? Der obere. Gut. Und hopp in die Arche rein. So. Jetzt kann ich den tauschen und da wieder die ersten na. Die ersten Güter abholen und drück jetzt den All-Helfen-Knopf bei der Freundesliste. Okay, dann haben wir die verlassenen Anstalten und das königliche Badehaus. Und dann kann ich doch hoffentlich mal leveln hier. Immer noch nicht. Festlicher Kanal, gigantisches Rad. Und gib mir den ganzen Rest. Zack. Dann hier die. Da wieder an. Immer noch 49. So. Jetzt ist es durch. Der Rest ist investiert. Hier werden noch einige Nachbarn motiviert. So. Jetzt lese ich den Chat. Okay. So.
Schrein des Wissenswelten. Ich weiß nicht, auf was du dich bezogen hast, Huhn. Früher gab es Schrein des Wissenswelten, jetzt gibt es, oder Schrein des Wissenswüsten, wurde es auch genannt. Jetzt gibt es Städte von 2015, genau. Schrein des Wissenswüsten. Du hast dich bezogen auf, wo es noch nicht so viele Eventpreise gab. Ist das der Bezug? Weil dann muss ich das verneinen. Denn ganz zur Anfangszeit, also auch noch vor 2015. Guten Abend, Zickert, hallo. Schön, dass du da bist. Wie ist das GVG gelaufen heute? Warst du dabei? Ja, 2015, ich weiß nicht, wo die Schreien des Wissenswüstens aufkamen und wo irgendwie die ganzen Städte. Ah, auch nicht dabei gewesen. Okay, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich war gerade meine Kleine ins Bett bringen. Wo das mit den Schreien des Wissens aufkam, war es natürlich dann, ging es natürlich los, dass die ersten Städte anfingen, sehr, sehr viele Schreine des Wissens in die Städte, oder die ersten Spieler anfingen, sehr, sehr viele Schreine des Wissens in ihren Städten zu platzieren. Und dadurch wurden die Städte halt auch sehr, sehr gleichförmig, wenn ich es mal so sagen darf. Inzwischen gibt es halt einen neuen Schrein des Wissens, der nennt sich Bühne der Zeitalter. Scheint mir zumindest so, weil die Bühne der Zeitalter ist sehr gut und man kriegt sie ständig. Man kriegt sie auch ich glaube jetzt beim Wildpark-Event nicht, aber danach beim Fellowship-Event, beim Gemeinschaftsevent sollen die wiederkommen. Also man kriegt sie sehr oft und kann sich seine Städte damit zudonnern. Man hat einfach dann sozusagen 4x4 Schreine des Wissens. Siegerplätze, Wüsten gibt es natürlich auch, Siegert, ja. Früher gab es das Schrein des Wissens, Wüsten. Aber früher war Kampfkraft auch noch nicht so wichtig, weil man nur Kampfkraft für die Gildenexpedition brauchte und fürs GVG vor allem. Also das sind die wichtigen Dinge gewesen, weil es noch keine Gildengefechte gab. Und bei der Gildenexpedition gibt es halt einen Limit, also wo es dann auch nicht mehr höher steigt von der Kampfkraft und wo man die Gegner, wenn man einen gewissen Punkt an Kampfkraft erreicht hat, auch relativ locker schlagen kann. Und dieses Limit habe ich jetzt hier beispielsweise auf meiner Nebenwelt, meine Eisenzeit-Kampfstadt, gut erreicht. Ich hole das jetzt hier mal ab, ist ja egal. Habe ich hier jetzt gut erreicht. Wo ist denn Bußübersicht? Mit 357 Angriff der angreifenden Armee und 418 Verteidigung der angreifenden Armee. Mit der Konstellation verliere ich in der Eisenzeit im Prinzip nichts mehr in den Gildengefechten. In den Gildengefechten, sage ich schon, in der Gildenexpedition. Genau. Und im GVG ist das Limit halt noch niedriger. Im GVG ist das Limit, muss ich mal eben gucken. Das müsste sich ja hier ergeben. Da liegt es plus 0%. Okay, ja, nee, da kann ich es nicht sehen. Vielleicht bei. Wo haben die ihr Hauptquartier? Ah, das geht sich vielleicht aus hier. Ach nee, da kann ich ja keinen Angriff stellen. Vielleicht kann ich es in der Postmoderne rauskriegen. Sektoransicht. 50. Ja, genau, das Limit ist bei 75%. Mehr gibt's nicht.
Also die verteidigende Armee hat die Angriffskraft der Einheitswerte plus 75%. Also noch deutlich niedriger, was man da an Kampfkraft haben muss, um erfolgreich zu sein. Genau, und von daher war Kampfkraft früher nicht so wichtig und da hat man eher auf Forgepunkte gebaut und deshalb Schrein des Wissens Wüsten. Und als die Gildengefechte ins Spiel kamen, ging es dann immer mehr in Richtung Kampfkraft und dann wurden mehr und mehr Kampfkraftgebäude aufgestellt und da bietet sich natürlich der Siegerplatz an, der gut zu kriegen ist in den Events, auf Stufe 2 ausbaubar ist und besser ist als die anderen 3x3 Kampfkraftgebäude. Und dann gibt es Siegerplatzwüsten, da hast du recht. Genau, und jetzt könnte ich mir halt vorstellen, für diejenigen, die nicht auf 100% Kampfkraft gehen, ist halt die Bühne der Zeitalter ideal. Und um nochmal zurückzukommen auf die Sache mit den Schreien des Wissens Wüsten früher, das meine ich nicht. Noch früher hat man auch keine Schreine des Wissens bekommen. Oder zumindest nicht viele. Und das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Das war auch alles, da habe ich schon gespielt. Also ich spiele schon seit, ich glaube, 8,5 Jahren von den 10, wenn nicht sogar bald 9. Ich glaube im Herbst dann 9. Und ich gehe jetzt hier mal, ich suche mal die Events. Forge of Empires, Events. In einem Wiki und da gibt es doch so eine, ja, hier gibt es so eine Übersicht. Was es früher für Events gab, genau, da haben wir hier zum Beispiel. Nehmen wir mal Halloween Event 2012. Da hast du halt am Ende einen Graveyard bekommen. Und du hast einen Graveyard bekommen. Also du hast diesen Friedhof bekommen am Ende. Du hast genau diesen einen Friedhof bekommen. Und zwar, nachdem du die Questline komplett durchgespielt hast, hast du diesen Friedhof bekommen. Und der war damals ein sehr gutes kulturelles Gebäude und von daher wolltest du auch diesen Friedhof haben. Und dann hattest du, nachdem du dieses Event abgeschlossen hast, das 2012er Halloween-Event, hattest du dann halt ein Eventgebäude mehr. Und auch nichts anderes. Es gab auch nichts anderes. Das war alles, was du bekommen hast. Dann kannst du halt, kann man mal vergleichen, Winter-Event. Da gibt es schon mal zwei Preise. Da gab es die Zuckerbäckerei, heißt es glaube ich auf Deutsch, und ein Nussknacker. Aber der Nussknacker war nicht mal besser als andere Zufriedenheitsgebäude, glaube ich. Von daher war der Nussknacker auch gar nicht so häufig in den Städten zu sehen. Der war auch eher dann eine nette Dekoration zum Winter. Ich kann ja mal vergleichen mit dem Friedhof, der war nämlich, glaube ich, besser. Bleib jetzt einfach hier mal beim Bronze Age. Da haben wir beim Friedhof 420 und beim Nussknacker 100. Das heißt 50 pro Feld. Mal 9. Naja gut, dann ist der Nussknacker tatsächlich besser als der Graveyard. Weil 59, das wären ja 450, müsste dann der Graveyard haben. Jetzt mal ohne zu rechnen. Ohne Taschenrechner. Genau, der müsste dann 400. Ach so, steht ja hier auch. 47. Und der hat halt 50 auf dem Feld. Aber in den hohen Zeitaltern dreht sich's, wie ihr seht. In hohen Zeitaltern dreht sich's um und der Friedhof wird besser. Allerdings
War damals vielleicht eher so, naja, die Postmoderne oder sowas aktuell. Schauen wir mal, Postmoderne. Da ist auch der Friedhof besser als der Nussknacker. Genau. Ja, und deswegen ist der Nussknacker gar nicht so beliebt gewesen. Deswegen wurde der auch gar nicht unbedingt aufgestellt. Und dann hast du halt nur die Zuckerbäckerei hingestellt als neues, sehr gutes Produktionsgebäude für damals. Und dann kam 2013, kamen dann die nächsten Events, Valentinstag-Event. Und da gab es am Ende den Baum der Liebe. Ich glaube, der ist ähnlich gut wie der Friedhof. Ein bisschen schlechter am Anfang und am Ende auch. Also der ist ein bisschen schlechter als der Friedhof. Genau. Ja, und du hast halt am Ende der Questline den Baum der Liebe bekommen und dir dann überlegt, naja, stelle ich den jetzt auf, dann kann ich vielleicht ein legendäres Gebäude, was mir Zufriedenheit bringt, abreißen oder so. Oder ein paar Zufriedenheitsgebäude in meiner Stadt abreißen, die weniger effizient sind. Und dann kam das Osterevent und dann war es endlich soweit. Ach nee, dann war es noch nicht mehr soweit. Dann war es noch nicht so weit. Dann gab es vier neue Gebäude, die du, drei neue Gebäude, die du exakt einmal bekommen konntest. Ein Wunschbrunnen, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung, das Watchfire mit der Verteidigungskraft und ein Agentenversteck. Ja. Ich glaube, die gab es in den Etappen irgendwie, während der Etappen des Events. Signalfeuer, richtig, Signalfeuer. Die konntest du dann aufstellen. Watchfire habe ich nicht aufgestellt, weil es auch damals schon sinnlos war, die Stadt zu verteidigen. Die anderen beiden Gebäude habe ich natürlich aufgestellt, weil die waren hervorragend. Der Wunschbrunnen war das erste Gebäude, was nicht nur Standardsachen produziert. Also, ne? Also Wunschbrunnen kann halt Diamanten produzieren, das ist halt sowieso besonders. Und es kann auch Güter produzieren, es kann Medaillen produzieren. Medaillen waren damals extrem rar. Du konntest Medaillen im Prinzip nur übers Kolosseum bekommen und über die Kämpfe gegen die Nachbarschaft. Also wirklich extrem rar. Und du konntest halt dann mit dem Wunschbrunnen Medaillen produzieren. Und ein totaler Gamechanger. Meine Stimme versagt jetzt langsam. Ein totaler Gamechanger war natürlich das Agentenversteck. Weil das halt eine komplett neue Einheit geführt hat, die auch heutzutage noch absolut unerlässlich ist. Die absolut wichtig ist. Aber du konntest halt damals nur ein einzelnes Agentenversteck bauen. Und damals hat sich natürlich auch jeder die Slots dann freigeschalten, um mehr Agenten zu haben. Heutzutage kann man sich halt irgendwie drei Stück oder sowas hinstellen. Oder ja, man verzichtet darauf und hat einfach nur eine extrem hohe Arche. Arche sage ich schon, ein extrem hohes Alka. Aber extrem hohe Alkas gab es damals auch noch nicht, weil es noch gar keine Archen gab. Und man Eventgebäude, weil es eben noch keine Archen gab, noch nicht so ausbauen konnte. So extrem. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wann das Limit gefallen ist, dass man Eventgebäude sage ich, dass man legendäre Gebäude nur bis Stufe 10 ausbauen konnte. Also Stufe 10 war auch mal das Limit bei legendären Gebäuden. Und dann konnte man die auch nicht höher ausbauen. Genau, also das Agentenversteck war ein absoluter Gamechanger und die Arche war auch ein absoluter Gamechanger. Und sicherlich auch das Herausnehmen des Limits ist auch ein krasser Gamechanger gewesen. Also Stufe
Ich höre euch auch nicht. Ich höre euch auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich noch mal irgendwo einstellen. Es gibt anscheinend eine automatische Abschaltung bei meinem Headset, dass es halt nach einer gewissen Zeit alleine ausgeht. Was aber blöd ist, weil ich spreche doch rein. Also eigentlich müsste das Headset doch raffen. Ich spreche auch laut rein. Der Pegel schlägt hier gut aus in meinem OBS-Studio. Da müsste das Headset doch verstehen, dass es in Benutzung ist. Also an mangelndem Strom liegt es nicht, sondern einfach nur, es schaltet sich irgendwann von alleine aus. Aber es ist halt, ja, vielleicht kann ich das noch irgendwie besser einstellen. Wo habe ich aufgehört zu reden? Ja, das ist totaler Murks. Es ist schon gut, wenn man es vergessen hat auszuschalten, dass es sich dann ausschaltet. Aber dann kann das halt am Pegel des Mikrofons erkennen, dass man nicht mehr reinspricht. Oder dass man sich nichts mehr anhört. Das erkennt ja das Headset auch, dass man sich nichts mehr anhört. Und dann ist ja auch safe. Dann kann es sich safe ausschalten. Ja. Naja. Arche oder GG? Bin jetzt unsicher. Jetzt bin ich unsicher, wo der Satz geendet hat, also wo ihr mich nicht mehr gehört habt. Arche war viel früher. Die Arche war nicht vor dem Wunschbrunnen. Also der Wunschbrunnen, als der eingeführt wurde, 2013, gab es meines Erachtens noch keine Arche. Wir könnten. Ach so, was früher war, die Arche oder die Gigé? Oder was? Was kam zuerst, Arche oder GEG? Ach so. Nee, also die Arche ist viel älter. Die Arche ist viel älter. Aber die GG ist auch ein ziemlicher Game Changer gewesen. Ja. Ich muss mal trinken. Vielleicht hilft das bei der Stimme auch. Dauerwerbesendung hier. Könnte man jetzt auch gucken, wann wurde die Zukunft eingeführt und in der Zukunft wurde dann als neues legendäres Gebäude die Arche eingeführt. Das gibt ja das Fandom-Wiki alles her. Future Era. November 2015 wurde die eingeführt. Also 2 Jahre. 2 Jahre, 2,5 Jahre nach dem Osterevent 2013, wo wir gerade reingeguckt haben. Und genau, was ich noch gesagt hatte, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, der Wunschbrunnen war zum damaligen Zeitpunkt die einzige Möglichkeit, an Forgepunkte zu kommen. Abgesehen von abgeschlossenen Quests in der Questline und der Schatzjagd, die Schatzjagd gab es früher, die kann ich ganz schlecht erklären. Die kann ich ganz schlecht erklären, die gibt es nicht mehr. Die Schatzjagd und die Forgepunkte, die ihr jede Stunde bekommt. Es gab noch keine Gex. Die Gildenexpedition wurde erst später eingeführt. Okay, ja, schön, dass du dabei warst, Jimsor Huhn. Ja, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
Ja, die Hagier, da hast du recht, Pi, da hast du recht. Die Hagier gab es. Also es gab legendäre Gebäude. Es gab legendäre Gebäude, wie die Hagia Sophia. Und die Hagia Sophia gab es schon von Anfang an und die hatten Vorsprung produziert. Da hast du recht. Und das Castle del Monte, ja, stimmt. Aber die hast du halt auch nur auf 10 gekriegt. Ich weiß halt nicht, wann, wo das 10er-Limit aufgehoben wurde. Also wo legendäre Gebäude größer wurden, werden konnten als Stufe 10. Und na, auf Stufe 10 hat jetzt die Hagia und auch das Castle del Monte auch noch nicht so wahnsinnig viele Forgepunkte gebracht. Aber das war natürlich schon einzigartig und deswegen war die Hagia Sophia früher auch viel, viel beliebter und deswegen habe ich sie auch noch zu stehen, weil ich sie auch damals schon gestellt habe, wo sie noch sehr sinnvoll war, weil sie einfach Forgepunkte produziert hat, im Gegensatz zu allem anderen, was keine Forgepunkte produziert hat. Genau, und mit dem Wunschbrunnen hatte man halt das erste Mal die Chance auf zusätzliche zwei Forgepunkte, die es als Preis gab. Die Schatzjagd. Ich versuch's zu erklären. Warte. Ich guck mal erstmal. Forge of Empires. Wisst ihr, wie das auf Englisch hieß? Ich kann jetzt zwar mal. Ah. Ich find's auch auf Deutsch. Treasure Hunt. Treasure Hunt. Beste Browser-Games, so funktioniert's. Bitte nur das Bild. Das ist die Schatzjagd. Die Schatzjagd wurde ersetzt durch die tägliche Herausforderung. Früher gab es die Schatzjagd und man hatte die Möglichkeit, einen Schatz zu holen, wenn man sich eingeloggt hat. Nach 5 Minuten, nach 14, nach einer Stunde, nach 4 Stunden, nochmal 4 Stunden und 8 Stunden. Zusammen addiert sind das 9 Stunden 20 Minuten, die man brauchte, um die Schatzsuche abzuschließen. Und man hatte einen Tag dafür Zeit. Danach ist die Schatzsuche wieder auf Null gegangen. Also ich sag schon 9, das ist falsch. Es sind 17 Stunden und 20 Minuten. 17 Stunden und 20 Minuten. Weil das sind ja hier 8, dann sind es nochmal 8, dann sind es 16, 17, 20 Minuten. Und wenn man es nicht geschafft hat, in 17 Stunden und 20 Minuten die Schatzsuche zu erfüllen, setzte sie sich wieder zurück auf 0 und man konnte am nächsten Tag wieder versuchen. Was bedeutet das? Wenn du morgens online gegangen bist, das erste Mal, dann hast du hier vielleicht diese beiden gemacht, die beiden Kisten, hast dir den Wecker gestellt bis nach einer Stunde rein, hast den Wecker gestellt bis nach 4 Stunden rein, hast den Wecker gestellt bis nach 4 Stunden rein und bist am Abend nochmal rein. Nee, du musstest dich nicht nur einloggen, ich glaube, man musste hier draufklicken. Man musste hier draufklicken, glaube ich. ja, ist irgendwie nicht ganz richtig, ne? Ein Z zu viel. Hier ist es richtig geschrieben übrigens. Aber es ist auch von dieser Webseite hier. Da können wir mal gucken, ob es hier eine. Ah, okay. Ist es ein neues Feature an der Stelle? Steht da nicht.
ist neu. Nee. Es ist, glaube ich, nur eine Beschreibung, wie es funktioniert. Es ist, glaube ich, nur eine Beschreibung, wie es funktioniert. Also es gab, die gab die Schatzsuche schon länger. Ich glaube, die gibt's schon, die gab es schon relativ früh. Bin mir nicht sicher, wann die eingeführt wurde. Ich kann ja mal hier nach Treasure Hunt suchen, ob da irgendwas zu finden ist. Oh ja. Doch. Early 2015. And removed 2018. Ja. Okay. Na gut, dann gab es zu dem Zeitpunkt auch noch keine Schatzjagd. Also kam die auch nochmal deutlich später. Aber genau, so funktionierte die. Also man musste sich dann halt zu den Zeitpunkten einloggen, vielleicht draufdrücken, vielleicht auch nur einloggen. Kann sein, dass es nur einloggen war. Und dann konnte man halt, also man konnte auf jeden Fall irgendwie draufdrücken, dass man die Truhen bekommt. Und ich glaube, in der letzten Truhe gab es dann auch eine Chance auf Forge-Punkte. Was die Preise waren, steht es hier irgendwo? Hier am Anfang nur Münzen, Vorräte. Hier. Nach 4 Stunden gab es die erste Mal die Chance auf 2 Forge-Punkte. Dann hier bei nach dem zweiten Mal 4 Stunden auf 5 Forge-Punkte oder eine Blaupause. Und am Ende 10 Forge-Punkte. Und manchmal eine Random Unit. Und Medaillen und Güter. Aber es halt nur eine Chance auf das jeweilige. Und am meisten gab es halt Münzen und Vorräte. Ja. Die alte Zeit. Das heißt, man hatte früher seine Städte nicht noch nicht mit Wunschbrunnen. Mit Schreinen des Wissens zugestellt. Sondern die waren basically voll mit den Gebäuden, die man zum damaligen Zeitpunkt bauen konnte. Und die ihr im Baumenü finden konntet, plus legendären Gebäuden. Mit der Ausnahme von ganz wenigen einzelnen Eventgebäuden. Ja, es war so wie bei der täglichen Herausforderung. Du hast es nicht geschafft, die Schatzjagd, wenn der Tag zu Ende war. Also, ich glaube, man konnte sogar auch wie bei der täglichen Herausforderung den Start einstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Start einstellen konnte, aber es könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass du den Start nicht einstellen konntest, sondern dass es nur einen kompletten Tag lief. Aber wenn du halt am nächsten Tag gelandet bist, dann warst du wieder bei 5 Minuten und konntest halt den letzten Preis nicht mehr abholen. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass du den letzten Preis nicht geschafft hast. Weil 17 Stunden 20 Minuten ist schon ein ganz schöner Ritt. Also nehmen wir mal an, es startet um 0 Uhr und du hast die Möglichkeit, bis 0.15 Uhr wach zu sein, dann hast du die ersten beiden gehabt. Wenn du morgens aufgestanden bist um 7, hast du dir die 1 Stunde geholt. Nach 4 Stunden vielleicht dann in der Mittagspause die, dann nach Feierabend die und dann vorm Schlafengehen die letzte. Also das, ich glaube, so ungefähr lief das damals bei mir, wenn ich die Schatzjagd gemacht habe. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit, zur Mittagspause oder so
ins Spiel zu gehen. Und es gab die App auch erst später. Auf die Handy-App. Also es war halt früher auch mal ein reines Browserspiel. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Kann ich euch jetzt aber auch nicht sagen, wann die Handy-App ins Spiel gekommen ist oder eingeführt wurde. Ja, so viel zur Schatzsuche. Das Minus hat mich oft von der 7 entfernt. Pi, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig, dir zu folgen. Ach, der 7-Tage-Counter. Ja, ich glaube, ihr habt recht. Ich glaube, ihr habt recht, und es gab zusätzlich noch einen 7-Tage-Counter. Und wenn man einen Tag das nicht geschafft hat, wurde der zurückgesetzt. Kommt mir bekannt vor. Ja, gerne, Kathleen. Seit wann spielst du denn eigentlich, Kathleen? Also es ist schon sehr hart. Und man muss eigentlich im Grunde ist man darauf angewiesen gewesen, dass man entweder die Handy-App hat, um zwischendurch auf der Arbeit, was ich in der Mittagspause dann einmal abzuholen. Oder die Möglichkeit hat, auf der Arbeit am Computer das Spiel zu öffnen. Okay. Rückblickend, findest du das Spiel nicht mittlerweile auch zu leicht geworden? Mit all der Kampfkraft, ja. Naja, es gibt neue Herausforderungen, ne? Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Die Events sind ja jetzt auch schwerer geworden, wenn man jetzt zum Beispiel auf das Wildlife-Event guckt. Man muss halt mehr darüber nachdenken, was man macht. Das ist schwerer geworden. Wenn man im Ranking oben bleiben will, dann muss man sehr viel Zeit investieren und Gildengefechte spielen. Das ist insofern schwieriger geworden, dass man da sehr viel Fleiß reinstecken muss. Aber andere Sachen sind wiederum leichter geworden. Also man kann einfacher kämpfen durch die hohe Kampfkraft. Früher war man viel mehr darauf angewiesen, auch manuell zu kämpfen, weil man es sonst gar nicht geschafft hätte. Es gab aber auch viel weniger Möglichkeiten, wo man überhaupt kämpfen konnte. Es gab damals, wie gesagt, weder Gildengefechte noch Gildenexpedition. Gildenexpedition können wir gerade mal noch gucken, wann die eingeführt wurde. Das finden wir raus. Die steht sicher. Die steht sicher hier drin. Guild Expeditions. Ich glaube, die kam relativ zeitgleich mit der Handy-App. Sehe jetzt kein Datum. Oh nein! Warum steht denn da keine Trivia? Oh, es wird nur die Gildenexpedition erklärt. Es steht hier halt auch, dass die
Ja. Das hier eingeführt wurde, weil es auf dem Handy im Prinzip keine kooperativen Features gab, weil man eben den Chat nicht benutzen konnte, den globalen Chat beispielsweise oder auch den Gilden-Chat konnte man nicht benutzen auf dem Handy damals. Das wurde ja auch erst sehr spät eingeführt. Man konnte kein GVG spielen, kann man ja immer noch nicht. Und die Gilden-Expedition wurde dann eingeführt, sozusagen als Gildenwettbewerb. Aber es steht nicht da, wann. Der eingeführt wurde. Sehr schade. Danke dir, Thyra, für die 42 Bits. Schön, dass du da warst. Schlaf gut. Schlaf gut. Ist ja schon wieder 0:41 Uhr, Leute. Ich muss auch schlafen. Und danke, Armin. Wie hast du das rausgekriegt? Hast du gegoogelt? Am 11. Mai 2016 um 10 Uhr wurde die erste oder wurde die Gildenexpedition eingeführt. Sagt Armin. Ja, und es kann auch ungefähr sein, dass die Handy-App. Ah, FOI-Tipps. Okay. Genau, dass die Handy-App auch nicht so lange davor eingeführt wurde. Genau. Ja, also erst seitdem gab's auch die Möglichkeit, Gildenexpeditionen zu spielen, aber das Spiel ist halt, wie gesagt, Halloween 2012 ungefähr rausgekommen. Ich habe angefangen, Halloween 2013 ungefähr. Also ich habe mich zumindest, habe ich in Erinnerung, dass ich mich damals geärgert habe, dass ich noch nicht den Old Graveyard bekommen kann. Ich hatte damals nur das Graveyard bekommen. Das war auch was Besonderes. Was auch schon ein sehr gutes kulturelles Gebäude war, aber das Old Graveyard ist halt noch mal besser als das Graveyard oder der alte Friedhof ist besser als der Friedhof gewesen und konnte halt noch mal deutlich mehr Zufriedenheitsgebäude in der Stadt ersetzen. Und ich habe mich damals geärgert, dass ich nur den normalen Friedhof bekomme am Ende des Events, weil man da eine besondere Art und Weise hatte, wie man seine Gebäude upgradet. Es gab damals noch keine Upgrade-Kits, sondern man musste das alte Gebäude löschen und hat dafür dann als Preis das neue bekommen. Das heißt, die Aufgabe war dann am Ende, die Aufgabe oder die vorletzte Aufgabe war, oder das vorletzte war, dass man wahrscheinlich den Friedhof bekommen hat und dann gab es noch eine zusätzliche Aufgabe, lösche den Friedhof und du kriegst den alten Friedhof. Genau, also es gab halt noch keine Upgrade-Kits. Und ich konnte halt noch keinen Friedhof löschen, weil ich im Jahr davor noch keinen Friedhof bekommen habe. Genau. Das hat mich damals geärgert. Daran erinnere ich mich noch. Und deswegen weiß ich relativ genau, dass ich Halloween 2013 schon gespielt haben muss. Pi hat 2017 angefangen als reiner App-Spieler übrigens. Du Jungspund. Und wenig später hatte ich dann beim Valentinstag-Event genau das gleiche Problem mit dem großen Baum der Liebe, den ich nicht bekommen konnte, weil ich den kleinen nicht löschen konnte. Und beim Winter-Event das gleiche Problem mit
mit der großen Zuckerbäckerei, weil ich die kleine nicht löschen konnte. Ja. Okay, Leute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und wir sind ein bisschen in Nostalgie verfallen hier am Ende. Aber ich muss ins Bett. Ich muss ins Bett. Aber andererseits muss ich auch noch ein paar. Ich muss mindestens noch eine. Hier muss ich noch. Es ist ja auch Quatsch jetzt schon. Also ich lasse den Stream noch laufen. Ich lasse den Stream noch laufen, aber kann jetzt auch nicht mehr so doll drauf eingehen. Weil ich jetzt hier meine täglichen Aufgaben quasi noch durchziehen muss. Das mache ich mal noch und rede da nebenbei noch und lese dann auch noch mal drüber. Aber ich muss ja hier noch mindestens einen Versuch verbrauchen auf jeder Welt und abholen. Abernten. Und das kann ich auch noch auf dem Stream machen, ne? Denke ich mal. Bei Armin geht die Sonne auf. Kathleen, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Und danke für die Frage zur Schatzsuche, weil ich hätte. Hättest du nicht gefragt, hätte ich mich nicht bemüht, dann hätten wir es nicht gesehen. Und eigentlich war das ganz cool, dass wir mal da mal reingeguckt haben und mal geguckt haben, was es da früher gab. Genau, und wir haben halt mit dem Screenshot auch einen ganz guten Anhaltspunkt gehabt, um die Erinnerung ein bisschen aufzufrischen, wie das damals war. Von daher glaube ich, das hat dem Stream jetzt nochmal ein bisschen mehr Tiefe gegeben, dass wir ein wenig in die Vergangenheit von Forge of Empires geschaut haben. So, ich werde mal hier den dritten Platz anbieten. Ich hoffe, den kann schon jemand belegen. Wenn ihr wollt, schreit hier. Ich bin auf Feldrangier. Dritter Platz in der Arche für 504 Forgepunkte. Könnt ihr gerne belegen. Freundesliste ist, glaube ich, voll, aber ich kann auch was annehmen. Ja, je nachdem, ob ihr wollt oder nicht. Ja, da hast du recht. Es ist nur ein Spiel. Jetzt habe ich diesen Bug. Seht ihr das? Ich kann. Ah, jetzt geht's wieder. Oder? Ja, jetzt geht's wieder. Aber eben ging's nicht auf. Und jetzt kommt die Quest nicht. Und jetzt kann ich hier draufdrücken und es geht nicht auf. Jetzt gehe ich über tägliche Herausforderungen, dann Kampagne und dann kriege ich es wieder auf. Aber der Knopf oben funktioniert nicht mehr. Der Kampagnenknopf funktionierte nicht mehr. Jetzt geht er wieder. Okay. Naja, also es ist irgendwie unschön. Ja, richtig. Ich kann es auch liegen lassen. Aber ich habe es schon so oft liegen lassen. Ich will es jetzt nicht liegen lassen. Ich würde es jetzt auch noch abholen. Also wenn ich jetzt den Stream ausmachen würde, würde ich es auch noch abholen. Dann kann ich es auch noch auf dem Stream abholen und noch ein bisschen mit euch plaudern. Das wäre ja auch Quatsch, dass ich jetzt ausmache und dann hier abernte. Genau, aber ich muss mich halt etwas ranhalten, weil morgen früh bringe ich dann die Kleine wieder in die Kita. Und da muss ich dann wieder um 7 aufstehen. Okay. Dann gehe ich mal noch auf die Terrakotta-Armee. Ach, die ist ja auch schon voll. Kann ich das ja auch ausschreiben? Kann ich denn noch Forgepunkte unterbringen? Zeus-Statue.
Kommt, Zeus. Gute Nacht, Alec. Schön, dass du auch da warst. Habt ihr Rocket League gespielt? Vielleicht kannst du mir das noch beantworten. Ihr werdet immer besser und ich leider nicht. Aber noch kann ich einigermaßen mithalten. Okay, dann kann ich die jetzt noch in den Zeus einzahlen und schreibe den Zeus auch aus und dann spiele ich noch eine Runde Wildpark-Event. Schachmattplatz ist okay. Will ich jetzt aber auch nicht so dringend haben. Ich ändere mal. Karussell ist okay, will ich aber auch nicht haben. Naja. Gut, man kann nicht alles haben. Okay, wie kriege ich jetzt. Genau. Genau so. Glück gehabt, muss man dazu sagen. So, noch eine Fünfertruhe. Da kann ich eine Fünfertruhe draus machen. Da oben sind auch schon fast fertige große Truhen. Kriege ich die überhaupt noch runter? Könnte schwierig werden. Könnte schwierig werden. Hier. Ah, hier kriege ich sie runter. Na, aber die zweite habe ich mir natürlich zerstört. Okay, kriege ich die Tatze noch runter? Die wäre noch wichtiger. Dann brauche ich Blau, ja. Das war die falsche Reihenfolge. Das war die falsche Reihenfolge. Aber es macht nichts. Ich krieg Gelb auch so weg. So, und hier legen sich die beiden Gelben unten nebeneinander. Das ist okay. Blau mache ich weg. Auch noch ein zweites rotes. Sehr gut. Sehr gut, machen wir so. So. Dann ziehe ich die erstmal runter. Rot muss weg. Das muss weg. Dann löse ich das hier unten auf. Ein Karussell habe ich auch bekommen. Und dann kann ich die beiden runterbringen. Und dann schaffe ich es gar nicht mehr, die Kiste hier runterzukriegen, weil ich noch drei Züge bräuchte. Und ich nur noch zwei habe. Gut, dann nicht. Dann wäre es das. Bis 11 Uhr. Ja, morgen früh schaffe ich das. Da kann ich dann nochmal klicken. Gut, ab nach A. Dann können wir hier die Sachen wieder einsammeln und die 8-Stunden-Produktion anmachen. Halt, das war eine 4-Stunden-Produktion. Ansonsten will ich den Preis hier nicht unbedingt haben.
Aber ich habe schon einen. Ah. Stimmt. Ich kann ja noch weiter hinauszögern. Ich kann ja noch weiter hinauszögern. Ich kann ja noch mal starten und dann habe ich jetzt nur noch einen Ticket hier drin und habe dadurch jetzt noch mehr als 16 Stunden Zeit, um die nächsten. Oh, Kampagne geht schon wieder nicht. Der Kampagnenknopf. Na komm. Aber nur auf, oder hier fällt es jetzt zumindest auf. Muss nicht unbedingt nur dort sein. Egal, ich drücke nicht mehr drauf. Ist mir jetzt egal. So, zurück auf A. Da habe ich jetzt. Muss ich noch eins wegspielen und eins absch und eins starten? Auf der App geht es ohne Probleme. Das. Ach nee. Habe ich ja schon. Okay, dann muss ich jetzt gar nicht mehr spielen. Weil ich ja jetzt schon mehr Zeit habe. Gut, dann machen wir das so. Dann starte ich nur noch ein Ticket an, da wo es geht. Ah, das war eine andere Welt. Das war eine andere Welt. Ich war nicht auf A gerade. Ich bin jetzt nicht auf A. Ich bin jetzt nicht auf A. Daran liegt's. Auf A muss ich spielen. Jetzt bin ich auf der Classic-Welt, wo ich den ganzen Nicht-Classic-Kram verhökern kann. Aber ich bin trotzdem ein bisschen picky und nehme erstmal die Sachen, die ich sowieso nicht brauche, weil wer weiß. Vielleicht sage ich irgendwann, ah, es ist mir alles zu aufwendig und ich habe keine Lust mehr, Classic zu spielen. Ich baue das jetzt zu einer Wunschbrunnenstadt um. Und da wäre es dann doof, wenn ich alle Wunschbrunnen schon verkauft habe. Habe ich überhaupt Wunschbrunnen? Hab die alle schon verkauft. So viel dazu. Aber bisher. Ich meine, es ist halt nicht mit viel Aufwand verbunden, Classic zu spielen. Von daher ist es okay. Bisher habe ich da kein so großes Problem mit, die Stadt am Leben zu halten. Man kann mehr Aufwand reinstecken, wenn man möchte. Aber man muss halt nicht. Und das ist halt meine Herangehensweise und von daher ist es okay. So, und hier muss ich hier spielen oder kann ich hier nur starten? Es reicht zu starten. Weil dann würde ich das morgen früh machen, wenn das Kind in der Kita ist. Und jetzt lieber gleich möglichst schnell ins Bett. Um noch so annähernd 6 Stunden zu haben. So. Okay. Das wird wieder schwer, das zu finden. Keine große Mühe reinstecken, wenn ich es nicht gleich sehe. Pech. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Forgepunkte. Gerne, Diamantrex. Mache ich. Mache ich für 26. Muss ich noch 10 drauflegen.
Nicht schlimm. Und noch die abholen und dadurch beende ich hier auch die letzte tägliche. Oh, sind auch die 10. Beende ich die letzte tägliche Herausforderung. So, wer möchte noch von mir Fortschrittspunkte haben? Ich muss erstmal noch ein bisschen belegen hier. Okay. A. Auf A muss ich noch eine Runde zu Ende spielen. Da muss ich auch gar nicht unbedingt. Aber die ist angefangen. Die spiele ich noch zu Ende. Ich hab noch Lust. Ich habe Lust. Ich mag dieses Spiel so gerne, Leute. Niemand. Naja, niemand ist ja auch nicht richtig. Es mögen ja schon einige. Ich weiß, Jockeltraut mag es auch. Jockeltraut mag es auch. Und ich mag das sehr gerne. Und ich spiele es jetzt hier nochmal on Stream und off Klo. Weil Pi meinte, das ist ein gutes Klospiel. Und wahrscheinlich hat er gar nicht so Unrecht. Könnte mir vorstellen, dass es auch andere Leute noch auf dem Klo spielen. Okay. Genau, ich. Kriege ich die Tasten? Genau, das war das Problem. Die Tasten hier runterkriegen. Die sind blöd platziert. Die sind blöd platziert. Hier ist auch kein Grün auf der Leiste. Oh, okay, aber ich habe immer noch 18 Züge. Ich weiß auch nicht, wo ich die Kiste hin auflösen soll. Weil wenn ich sie hier nach links auflöse, dann fällt mir zwar der rote runter und ich kann den roten hier wegnehmen. Aber was nützt mir das eigentlich? Und wenn ich sie nach rechts auflöse, dann blockiere ich die Möglichkeit, den gelben Stein auf die gleiche Ebene wie diesen gelben Stein zu bekommen. Weil dann fällt der hier runter. Na gut, was will ich eigentlich? Ich will den gelben da weghaben. Ich will den gelben da weghaben. Dazu muss ich erstmal. Ja, es hilft mir ja auch alles nicht. Ich bräuchte eigentlich einen blauen erstmal. Ja, wobei, doch, ich komme ja an den blauen ran, wenn ich die. Wir kommen ja in den blauen runter, wenn ich die hier auflöse. Und dann kriege ich vielleicht den nächsten blauen von da oben runter. Also auf der linken Seite macht mehr Sinn. Und ich sollte die roten lieber auflösen schon. Und pack das dann. Das dann mal nach links. Und jetzt kann ich hier die gelben wegmachen. Aber eigentlich will ich am Ende den grünen wegmachen. Und das sieht nicht gut aus. Jetzt ist der hier im Weg. Und ich komme damit nicht hin. Krieg den auch nicht weg. Hier ist nichts zu holen. Hier kriege ich die nicht runter. Ich glaube, das wird so nix. Ich gehe lieber hier auf mehr Punkte auf der rechten Seite, mache mir hier noch ein schönes Kistchen
Schauen wir mal, was ich da noch zusammengebastelt kriege. Hier kann ich noch eine Kiste machen. Kann ich noch ein bisschen vergrößern. Noch ein bisschen vergrößern. So. Wenn ich hier zwei runterfallen lasse, nee, das ist nicht sinnvoll. Kriege ich hier von oben noch mal was? Ja. Ach so, jetzt ist es eh knapp. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Züge und exakt die habe ich. Also 1, 2, 3, 4. Und an die Pfote würde ich auch nicht wirklich rankommen. Weil die liegt jetzt hier auf diesem Problemstein. Okay. Zu Ende gespielt. An die Pfote wäre wahrscheinlich einfacher. Okay. Gut. Wir sind soweit. Ich bin soweit. Was ist denn hier los? Ist das nicht ausgeschrieben? Hundertzweiundsechzig. Ach so, weil da zwei Leute 40 reingepackt haben. Nett. Gut. Ist erledigt. Dann gehe ich nochmal auf die Hauptwelt. Hier kann ich nochmal. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Die Eintrittskarte abholen. Aber ist auch nicht so schlimm. Nur so mittelschlimm. Aber jetzt weiß ich, dass ich 4 Stunden Produktion starten muss. 12 Mal. Dann kann ich das hier nochmal umändern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich habe wirklich 12, 10, ja, hier unten die beiden, 11, das ist aufwendig, abbrechen und wieder neu starten, das ist aufwendig, 12. So, dann ist es morgen früh nämlich erledigt, dann muss ich nur noch 8 Kämpfe machen, das sollte morgen am Dienstag, ist morgen Dienstag? Nee, Quatsch, das sollte morgen mit der startenden GG am Donnerstag sich dann ausgehen. Okay, dann kann ich hier noch ein paar. Das hätte ich eigentlich auch direkt nach dem Ernten machen müssen. Das hier neu starten. Die sind eigentlich die 24-Stunden-Dinger, die ich nach der Ernte direkt starte. Habe ich jetzt verpeilt. Dann ist es auch so. Pech gehabt. Und den mache ich nochmal mit einer Verhandlung. Jetzt gibt es ja auch wieder 30 Punkte, 30 Burgpunkte. Die zählt nicht. Die schon. So, und diplomatische Geschenke gibt es auch nochmal 50 Güter. Obendrauf, das ist alles einfacher geworden. Das ist richtig. Hier kann ich auch noch einen Kampf machen. Also, Kampf
Wird kein Problem sein, die morgen relativ flott zu erledigen. Die, die noch offen sind. Brauchst nicht mal starten, aber warum nicht? Warum nicht? Und dann schaue ich noch mal auf die Beta-Welt. Auch hier die Produktion fertig. Dann muss ich auch nur abholen und verteilen. Dann bin ich fertig. Dann bin ich fertig. Dann geht's ins Bett. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Dann danke ich euch nochmal, dass ihr dabei wart. Danke nochmal an die 42 Bits Tyrawal und danke für dein Follow und deine Subscription. Imsor oder Huhn und an die den Tipp, der ja auch ein gewisser Debattenbeitrag heute war, mit dem schnellen Kämpfen, wo ich da bei Inno nochmal nachhaken werde, wie es damit aussieht, ob die das als Problem betrachten. Lege ich den Babel da. Oder ob das, weil das ja eine Standard-Windows-Funktion ist, schon klar geht. So. That's it. Okay, Leute. Vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal. Ich kann immer nur spontan. Also, wenn ihr wollt, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Dann kann ich schreiben vorher, wann ich voraussichtlich nochmal Zeit habe. Ich schreibe meistens so ein paar Stunden vorher, wenn ich sehe, ich habe irgendwie Zeit am Tag oder am Abend oder irgendwann. Und sonst halt immer mittwochs, ne? Immer mittwochs 22 Uhr. Kommt gerne wieder vorbei. Ich freue mich und ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich raide noch. Leute, ich raide noch. Ich brauche ein bisschen. Ich brauche noch ein Raid-Ziel. Und Uwe, danke dir für deine Nachricht. Schaue ich mir noch an. Schaue ich mir noch an. Und ich raide zu Soon. Soon ist ein Musikstreamer und er verausgabt sich wieder auf seiner Gitarre und ich höre ihm immer gerne zu, wenn er Gitarre spielt, weil er eigentlich coole Songs spielt und deswegen bin ich da immer gerne dabei und deswegen rede ich euch darüber und ja, nochmal, gute Nacht euch, schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal.